Schönen guten Morgen. Ich denke, vielleicht bin ich schon im Livestream bei PeerTube, wenn die Einstellungen alle geklappt haben und ich OBS richtig initialisiert habe. Wir haben 7:44 Uhr auf meiner Uhr und um 8 Uhr geht es los mit SMS, 2 SMS und Bertrand Terrier für ein Livestream. Ich versuche mal gerade das Video aufzurufen und zu schauen, ob hier tatsächlich ein Livestream gerade läuft, den ich initialisiert habe. Wir haben 7:44 Uhr auf meiner Uhr und um 8 Uhr geht es los mit SMS, 2 SMS und Bertrand Terrier. Das sieht doch schon mal gut aus. Für ein Livestream. Sehr schön. Mache ich das mal wieder zu gerade, damit man nicht alles doppelt hört. Ich habe das Audio gut hören können und dann muss ich gleich noch checken, wenn die beiden anderen Herrschaften da sind, ob man die auch hören kann, also ob mein Desktop-Audio auch richtig gestreamt wird. Diese PeerTube-Instanz habe ich vorletzte Woche selber aufgesetzt auf einem Hetzner-Server. Letztes Jahr hatte ich schon mal eine PeerTube-Instanz laufen. Damals hat das freundlicherweise der Y-Baum Y, Y-Baum Y über Mastodon Fediverse. Findet man den. Hat das netterweise für mich installiert und also gewartet. Aber das Projekt ist ein bisschen eingeschlafen. Also es gingen eigentlich keine Livestreams oder Videos hoch. Ich habe das eigentlich nur zum Testen und zum Bedingungen erkundschaften genutzt. Und es ist halt auch immer Arbeit, so ein Sa Ding dann am Laufen zu halten und Updates einzuspielen und Sicherheit zu gewährleisten und alles Mögliche. Und das kann man niemandem auf Dauer kostenfrei und ohne irgendwie da eine konkrete Anwendung zu sehen zumuten. Deswegen haben wir das damals, ich glaube, das war letztes Jahr 2021 im Dezember oder dann 2022 im Januar vielleicht erst, haben wir das erstmal wieder auf Eis gelegt. Und die damals gewonnenen Erkenntnisse habe ich genutzt, um das jetzt praktisch selber zu machen. Und neben diesem PeerTube-Installation, also neben dieser PeerTube-Instanz, peertube.ifwo.eu, habe ich jetzt auch noch das Gespräch mit SMS, 2 SMS zum Anlass genommen, um mir so eine Jitsi-Instanz aufzusetzen. Und das hat alles geklappt, das hat alles funktioniert. Der Christian, also Baum, war so lieb, da auch helfend zur Seite zu stehen und mir Tipps und Anregungen zu geben und mal drüber zu schauen über das, was ich da so gemacht habe, ob das alles gut und richtig war. Und es stellte sich heraus, ja, das war schon ganz okay. Also, das hat alles geklappt. Wir haben eine Jitsi-Instanz, wir haben eine PeerTube-Instanz, wir haben eine Mastodon-Instanz. Die Mastodon-Instanz wird gehostet auf masto.host. Das liegt daran, also dass das noch nicht umgezogen ist auf einen eigenes, selbstverwaltetes Hosting, weil tatsächlich, also aus verschiedenen Gründen, der Hauptgrund ist, Mastodon ist sehr viel komplexer, also insofern, als dass es auf unterschiedliche Software zurückgreift, auf mehr unterschiedliche Software zurückgreift als Jitsi oder als PeerTube. Und es können sich Kompatibilitätsprobleme ergeben, wenn man jetzt auf demselben Server eine PeerTube-Instanz laufen lässt und eine Mastodon-Instanz plus noch eine Jitsi-Instanz. Dann hat man drei unterschiedliche Software, die da laufen. Und diese drei unterschiedlichen Softwares, die da laufen, basieren teilweise auf denselben, auf derselben Software, die sie als Voraussetzung benötigen. Da gibt es unterschiedliche Sachen, also es gibt so Datenbank-Software und ja, alles Mögliche. Ich kenne mich da im Detail auch nicht aus. Ich weiß nur, dass man bestimmte Paketvoraussetzungen erfüllen muss, um etwas laufen zu lassen und dass man bestimmte Prozesse starten muss, um dann etwas anderes laufen zu lassen. Und wenn man jetzt drei unterschiedliche Softwares auf einem Server laufen lässt und die basieren auf denselben Voraussetzungen, dann kann es passieren, also dadurch, dass ja auch so eine Software zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert wird und dass da unterschiedliche Menschen jeweils daran arbeiten, die also unterschiedliche Computerkonfigurationen haben und die bestimmte Technologien einbauen, die also mit der Zeit also angepasst werden müssen, kann es passieren, dass man bei diesen drei Sachen, Mastodon, PeerTube und Jitsi,
dieselbe Software als Voraussetzung benötigt, aber in jeweils anderen Versionen. Also das eine benötigt die Version 1.7, das andere benötigt die Version 1.6 und das dritte benötigt die Version 2.4. Und das geht so nicht. Also wenn man das dann auf demselben Server laufen lässt und für jede von diesen Softwares nicht einzelne virtuelle Maschinen dann innerhalb dieses Servers also aufsetzt, Kubernetes oder was es da so gibt, also so bestimmte virtuelle Maschinen, die dann auf einem Server laufen, die dann ihre eigenen Pakete mitbringen und so weiter, dann können sich da Kompatibilitätsprobleme ergeben. Das war also ein Phänomen, was wir letztes Jahr bei unseren ganzen Experimenten der Christian und ich festgestellt haben. Da gab es Probleme, ich glaube, das war Redis, was dann konkret Probleme gemacht hat in der Verbindung zwischen PeerTube und Mastodon. Also so eine Mastodon-Instanz, denke ich, ist meine Erkenntnis Stand heute, 2022 am 13. Dezember, sollte man möglichst auf einer eigenen Maschine laufen lassen, abgetrennt von PeerTube oder Jitsi. Das bedeutet also zusätzlichen Ressourcenbedarf, also finanzielle Ressourcen, zusätzliche Rechenpower, aber es geht dann tatsächlich in erster Linie um die zusätzlichen finanziellen Ressourcen, die man ja also abwägen kann zwischen, was muss ich selber bezahlen, um so eine selbstverwaltete Instanz zu installieren und zu betreiben und zu warten, versus, was muss ich jemanden anders dafür bezahlen, dass der das für mich macht. Und das gibt da eben diesen Hugo aus Portugal. Total lieber Typ, der betreibt masto.host und betreibt mit diesem Service, also hilft da Tausenden von Instanzenbetreibern, für die so ein Hosting zu machen. Das habe ich seit 2019 in Anspruch genommen und das hat bis September diesen Jahres pro Monat 15 € gekostet. Und wenn ich die Wahl habe, also mir selber für 20, 30 € einen Server zu klicken bei Hetzner, und dann auch die ganze Arbeit investieren zu müssen und die ganzen Sicherheitsupdates immer einspielen zu müssen und dann auch bei Problemen herausfinden zu müssen, was jetzt die Ursache von einem konkreten Problem ist und das Problem dann auch zu beseitigen. Versus, ich zahle 15 € und der Hugo kümmert sich um alles und das funktioniert einfach, dann zahle ich lieber halt die 15 €. Ist ja auch also wirtschaftlich, ökonomisch gesehen sehr eindeutig so, also vor allem, weil es auch günstiger ist, als ich das überhaupt selber machen könnte, selbst wenn ich meine ganze Arbeit und meine ganzen Zeit, die ich da reinstecken muss, gar nicht erst mitrechne. Jetzt im Laufe dieses Jahres, also der letzten Monate, hat sich da so ein bisschen die Situation umgekehrt. Also beziehungsweise hat sich also dieses Verhältnis und diese wirtschaftliche Abwägung etwas verschoben, weil also mit meinem Sozialwelten-Account bei Mastodon folge ich jetzt in etwa, ich schaue mal gerade nach, 5000 anderen Accounts auf unterschiedlichsten Mastodon-Instanzen. Also von diesen 5000, denen ich da folge, werden sich ein Teil auf derselben Instanz befinden, aber es sind auf jeden Fall hunderte, mindestens hunderte Instanzen, auf die sich diese 5000 Accounts, denen ich folge, verteile. Und gleichzeitig folgen mir jetzt mittlerweile 1800 Accounts. Und wenn man vergleicht, also vor der Übernahme Elon Musks von Twitter hatte ich also etwa 800, 900 Follower. Das hat sich also locker verdoppelt. Und diese vielen Verbindungen zu unterschiedlichen Mastodon-Instanzen oder auch anderen Fediverse-Instanzen, also PeerTube oder WriteFreely oder PixelFed, Miskey, Pleroma, was es so alles an Fediverse-Software gibt. Die sorgen jetzt also für Traffic, die sorgen dafür, dass meine Datenbank, also die ja der liebe Hugo bei Mastohost für mich verwaltet und der sich da um alles kümmert, dass die anwächst. Und selbst wenn meine Instanz also von den Nutzerzahlen klein ist, also da gibt es irgendwie 20, 30 angemeldete Nutzer, und das würde jetzt an sich nicht so viele Ressourcen verbrauchen, aber durch diesen unglaublichen, durch diese Fäden, die ich da ziehe ins Fediverse und diese vielen, vielen Verbindungen zu Hunderten von Servern und Tausenden von Accounts, werden dann auch immer sehr viele Inhalte natürlich also zurückgespiegelt. Das möchte ich ja auch, dass ich eine belebte Public Timeline habe und viele, viele Inhalte sehen kann von allen möglichen Instanzen. Aber also dadurch wächst die Datenbank und so wie das Modell aufgebaut ist, hat halt der liebe Hugo verschiedene Preisstufen für unterschiedliche Instanzengrößen. Und so wie ich da das Fediverse betreibe und Mastodon,
dieser Instanz eben. Also komme ich da in eine Kategorie, wo ich also in dieselbe Kategorie falle wie Instanzenbetreiber, die also hunderte Accounts beheimaten. Und entsprechend falle ich auch in eine höhere Bezahlkategorie. Also jetzt sind das halt nicht mehr 15 Euro wie die letzten 3 Jahre, sondern jetzt sind das halt irgendwie 50, 60 Euro. Und das ist auch noch, also wenn man jetzt diese Rechnung macht, im Verhältnis nicht teuer. Nein, es ist nicht teuer. Aber es ist halt so, dass es jetzt auf jeden Fall teurer ist als die reinen Serverkosten, die ich bei einem selbstbetriebenen Server bezahlen würde. Also so ein selbstbetriebenen Server, der das abbilden kann, was die gehostete Mastodon-Instanz zurzeit abbildet, würde halt nicht 50, 60 Euro kosten, sondern irgendwie 30, 40 Euro. Und der einzige Grund, wieso ich jetzt noch nicht gewechselt habe, ist halt, dass ja also diese 30, 40 Euro nicht alles sind, was man da rein investieren muss, sondern wenn ich das selber betreibe und selber hoste, muss ich halt auch noch sehr viel Zeit und Arbeit rein investieren. Und da ist halt die Frage, also ob die 20, 30 Euro, die ich mir jeden Monat sparen würde, wenn ich das selber hoste, ob die das wert sind, diese ganze Arbeit und die ganze Zeit da selber reinstecken zu müssen. Und da ist halt einfach das Problem, dass diese Mastodon-Software relativ komplex und relativ anspruchsvoll ist. Und wenn da was kaputt geht, möchte ich halt auf jeden Fall nicht in die Situation geraten, das eventuell nicht mehr reparieren zu können. Und da kann halt was kaputt gehen, da kann was passieren, durch Updates, durch Hackerangriffe, was weiß ich. Also gibt es unterschiedliche Szenarien, was da so worst-case-mäßig alles passieren kann. Und um eben zu gewährleisten, dass ich da gut aufgestellt bin, und dass ich da keine Probleme fahre in Zukunft, bin ich momentan in der Situation, dass ich das jetzt erstmal lieber dem lieben Hugo weiterhin anvertraue und diese 50, 60 Euro im Monat dafür eben auch gerne bezahle. Und mir jetzt durch den Betrieb von PeerTube und von Jitsi gewisse Fähigkeiten und Erfahrungen versuche anzueignen, die dann also für den sicheren, dauerhaft gewährleisteten Betrieb einer Mastodon-Instanz eben auch von Vorteil sein werden. Und wenn jetzt irgendwann mal ansteht, dass ich bei Mastohost in die nächsthöhere Kategorie fallen würde, sagen wir mal eine 80- oder 100-Euro-Kategorie, dann werde ich hoffentlich in der Lage sein, dann diesen Umzug zu vollziehen zu einer selbstgehosteten Lösung. Und das wird dann hoffentlich technisch auch alles problemlos funktionieren. So, jetzt habe ich schön gelabert eine Viertelstunde. Wir haben 7:57 Uhr. Und jetzt wäre es meines Erachtens an der Zeit, dass ich der liebe SMS und der liebe Immanuel, Bertrand Teria, dazuschalten. Vielleicht hören Sie sich aber auch schon den ganzen Livestream an. Das weiß ich nicht genau, ob das jemand gerade mitbekommt. Ich sorge mal für. Ich lege das mal hier euch auf den Bildschirm, damit ihr da alle auch mitbekommt, ganz transparent, was ich da am Machen und Tun bin. Das kann ja auch interessant sein für den einen oder anderen. Wir machen heute U hoch 4. Wir machen heute Wiki Dienstag und das Ganze ist hier zu finden. So. Ja, ich hätte mich selber vielleicht noch reinnehmen können, aber das ist, glaube ich, ersichtlich. So, wo ist es? Wo sind die Herrschaften? So, ich habe die Lobby aktiviert. Also nur weil man hier den Link hat, der hier oben auch zu sehen ist, heißt das nicht, dass man jetzt dem Gespräch schon teilnehmen kann. Aber es müsste eigentlich so sein, dass ich irgendwie ein Pop-up bekomme oder irgendeine Nachricht, was mich darauf hinweist, dass jetzt jemand beitreten möchte. Ich weiß auch noch nicht. Ich habe jetzt heute Morgen noch nichts von Immanuel gehört, ob der jetzt überhaupt schon wach ist oder ob der vielleicht verschlafen hat oder ob der auch wirklich am Start ist. Sehe ich gleich.
Puh, ganz schön aufregend, muss ich sagen. Also ich meine, man sitzt jetzt irgendwie zu Hause als Zuschauer oder als Person, die vielleicht jetzt gerade den Link geklickt hat und denkt sich, ja, was passiert da jetzt irgendwie? Da sitzt jemand von einem Mikrofon mit Kopfhörern und da passiert nichts, ja. Aber für mich, der ich diese Jitsi-Instanz betreibe und der dieses PeerTube betreibt und der also verabredet ist zu einem Gespräch, also und das alles findet beobachtbar statt, ist das also schon ein bisschen aufregend auch. Deswegen, also entschuldigt bitte. Falls ihr euch mehr Entertainment erwartet habt, aber das gibt's hier nicht, hier gibt's nur knallharte Arbeit. Aha. Und da kommt der Erste. Hallo? Hörst du mich? Guten Morgen. Ja, guten Hallo. Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo, Stefan. Hey, so schön, dich zu sehen. Schön, deine Stirn zu sehen. Die Ah. Kamera ist so. Ach, jetzt sehe ich dich. Also gerade war irgendwie eine andere Kamera. Sehr schön. Ja, genau, ich habe gerade umgestellt, ja. Der Livestream läuft auch schon. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen. Sehr schön. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was mit Hallo. Emanuel ist. Der hat sich noch nicht gemeldet. Ich habe ihm den Link auch gerade zugeschickt, dass er sich ins Gespräch einklicken kann. Ich schreibe ihm gerade Ja. nochmal bei Telegram. Wir sind online. Der wird dann vielleicht hoffentlich kommen. So. Oh, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen getestet, einfach auch, wie das von der Technik funktioniert. Das ist jetzt das erste Livestream, was ich hier in diesem Setting so mache, weil diese Jitsi-Instanz, die habe ich selber aufgesetzt und das PeerTube, Wow. wo der Livestream läuft, habe ich auch selber aufgesetzt. Also da bin ich Wow. sozusagen der Systemadministrator, der sich da um das ganze Hinterzimmer gekümmert hat. Der wird dann vielleicht hoffentlich kommen. Krass. So. Also Aber ich habe und jetzt gerade schon dann ein bisschen getestet, einfach wie auch, wie das von der speicherst du das Technik Teil funktioniert. Das ist oder jetzt das speicherst du es erste gar Livestream, was ich nicht? hier in diesem Doch, das wird Setting so mache. gespeichert Und und dann zwar wird Kaffee Jitsi-Instanz, die habe ich gekocht. selber aufgesetzt. Jetzt. Und das Wow. PeerTube.ifw.eu Wow. läuft, habe ich auch selber Ah, aufgesetzt. okay. Also da Ich lasse bin hier ich gerade gerade mal den den Livestream laufen, um zu sehen, ob ich Systemadministrator, dich der auch sich da höre. Also für mich habe um ich das das schon getestet, ganze Hinterzimmer gekümmert. Aber es sieht alles gut aus. PeerTube. Der wird dann vielleicht hoffentlich kommen. Krass. Hast du mal den Link in den Oh, Chat ich habe und jetzt gerade schon dann ein bisschen getestet, einfach wie auch, speichert. wie das funktioniert. Also dich hört man auch. Ich hau mal den Link für den Livestream in den Chat. Ich habe den gerade auch schon gepostet auf Mastodon. Ah, super. Aber ich mach das, ich hau den nochmal in den Chat. Copies. Ja. In welchen Chat eigentlich? In den bei Mastodon oder in den bei Jitsi? Ich mach mal Ja, wenn du beides. ihn bei Mastodon. Also ich muss sagen, mit Mastodon, was ich nie so richtig sehe, ist, weißt du, wenn ein Tweet mich erwähnt. Ah, jetzt habe ich ihn hier unten gefunden. Nein. Ich bin so Twitter gewohnt, dass ich die Umstellung nicht so richtig schaffe. Ja, glaube ich. Zahlst du da jetzt schon diese 8 Euro im Monat oder 8 Dollar oder was das ist oder 9 Dollar? Oder gibt es das noch gar nicht? Nein. Nein, also also ja, ich hab mal rumgesucht, aber ich glaube, das läuft doch gar nicht. Aha, okay. Also, wo hast du jetzt den Link reingehauen? Also Ah, den hier, hast du. PeerTube. Ja, jetzt habe ich es. Dann twittern wir den noch. Ja, Also super. du, mein Lieber, du hast gesehen, ich habe ein bisschen Zeitprobleme. Es tut mir Alles gut. extrem Nee, leid. Auslegeordnung finde ich super. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das eigentlich bedeutet, aber dass man sich vielleicht so das Feld also kartografiert und schaut, was irgendwie so die Themen sind, an denen man arbeitet, das ist Auslegeordnung. Zum Beispiel finde ich eine schöne Interpretation. Ja. Ich habe das schon immer wieder vermisst. Nein, es ist einfach noch ein. Ich habe im Moment eine Fußverletzung und muss da hoch zur Bergbahn gehen. Also ich würde mal sagen, ich sollte eigentlich 9:30 Uhr Ja, super. sollte ich abhauen können. Also ja. Perfekt. Also ich meine. Ja, ich weiß nicht, was hast du? Du hast eingeladen. Was möchtest du machen?
Also unser Gespräch so und der Anlass, dass wir uns jetzt hier unterhalten oder sprechen miteinander, ist ja also schon mal der Grund gewesen, überhaupt diese Jitsi-Instanz und PeerTube wieder aufzusetzen. Also dafür war das schon Ja. hervorragend. Das funktioniert sogar. Also das ist Super. jetzt das erste Livestream, was da läuft. Und das funktioniert alles. Und also ich meine, ich bin kein Systemadministrator in dem Sinn. Ich mache das nicht beruflich, sondern ich benutze dann halt diese Open Source Software und installiere die auf einem Server und lese mir die Anleitungen dazu durch und schaue, ob ich das irgendwie zum Laufen bekomme. Und das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Also ich betreibe jetzt eine Mastodon-Instanz, ich betreibe jetzt dieses Jitsi und ich betreibe dieses PeerTube. Und das ist vielleicht alles so in den Kinderschuhen. Und man kann auch mit Recht dazu sagen, also inhaltlich wird da nicht gearbeitet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also ein bisschen was passiert schon. Ja, nee, ich find das sehr beeindruckend, wie du das machst. Ich finde das cool. Und die letzten Wochen und Monate müssten ja völlig verrückt gewesen sein. Also, was da bei dir gelaufen ist auf Mastodon, oder nicht? Das war sehr, sehr interessant, definitiv. Also als, ich meine, schon im April, also hat sich so eine Welle ergeben an Leuten, die also durch die Ankündigung, dass Elon Musk Twitter übernimmt, dann zu Mastodon gewechselt sind. Das hast du ja alles mitbekommen und dann jetzt eben also die endgültige Wechsel. Also es gibt ja unterschiedlichste Instanzen bei Mastodon. Es gibt da diese riesengroßen, also zum Beispiel Mastodon.online ist, glaube ich, die größte. Die wird auch betrieben direkt von dem Erfinder von Mastodon. Und das ist so die Hauptanlaufstelle gewesen für viele Leute, die dann also weg wollten von Twitter oder die zumindest irgendwie sich eine Alternative gesucht haben. Also falls jetzt Twitter abgeschaltet wird oder falls das komplett den Bach runtergeht. Und aber auch andere Instanzen, wie zum Beispiel Chaos Social, die Instanz, also so Chaos Computer Club nah, die sind auf jeden Fall so gewachsen von irgendwie 1000 Leuten, die da angemeldet waren, 1000 Accounts, auf 10.000, was ich da so zuletzt gelesen habe, bevor sie dann gesagt haben, also jetzt 10.000 reicht, also da stoßen wir an unsere Grenzen, jetzt machen wir die Schotten dicht und jetzt können wir nicht nochmal 10.000 zulassen oder so, sondern jetzt muss erstmal so eine Konsolidierungsphase einsetzen, dass man auch versucht, also zu schauen, ob das jetzt, also wie viele dieser Accounts, was da gepostet wird, wie das funktioniert, ob das jetzt alles nur Bots sind, so ist auch eine Frage. Also zum Beispiel, weil es gibt ja viele Cross-Poster. Also wenn jemand seinen Twitter-Account also betreibt und einfach automatisiert alle Inhalte von Twitter dann auch nach ins Fediverse Mastodon spiegelt. Dann gibt es halt bestimmte Instanzen, die sich so Regeln geben, dass sie das jetzt nicht unbedingt haben wollen, weil es dann also nicht möglich ist, auf etwas zu reagieren, sodass das die Person, die das spiegelt, auch mitbekommt. Also da gibt es so Kontroversen. Für mich persönlich so bei meiner Instanz, da war also die Anmeldung nicht völlig frei. Also wenn man sich da registriert, muss man erst, dann bekomme ich so eine Nachricht, also per E-Mail. Oder ich sehe das im Backend von der Mastodon-Instanz und dann kann ich klicken, ja, den lasse ich zu oder nein, den lasse ich nicht zu. Und da gibt es halt also tatsächlich auch Bots, also so automatisierte Anmeldungen, wie Spam einfach, also Spam-Accounts, die da also dann Werbung posten oder ähnliches. Und ich weiß halt auch nicht genau, also es gibt ja auch dann vielleicht so rechtliche Fragen, also als Betreiber einer Instanz, also könnte es ja sein, dass man anders beobachtet wird als Nutzer von Twitter zum Beispiel, wo sich dann so die Frage stellt, also für was bin ich jetzt haftbar, was darf da gepostet werden und wo muss ich vielleicht eingreifen und bin ich irgendwie verantwortlich, mich darum zu kümmern, dass ich jetzt nicht also eine Infrastruktur bereitstelle, dass bestimmte Sachen da gepostet werden. Oder ja, was weiß ich, was dann in dem DMs zum Beispiel läuft, also in so Direct Messages. Wenn das jetzt benutzt wird für die Reichsbürger, um sich irgendwie zu organisieren und also Waffen hin und her zu schicken oder so oder den Staatsumsturz zu planen. Ach, haben die jetzt Waffen? Ich habe bis jetzt nur von einer Pistole gehört. Aber gut, Sehr gut. ja. Also ich tatsächlich, also ich mache gerade einen Jagdschein. Ich habe mich also angemeldet für eine Jägerprüfung. Und die ist dann nächstes Jahr im April und jetzt mache ich gerade hier bei der Kölner Jägerschaft e.V., also den Vorbereitungskurs auf die Jagdprüfung, da ist das halt jetzt auch ein Riesenthema, weil also die Waffengesetze natürlich jetzt wieder verschärft werden sollen, so die ersten Reaktionen, die dann immer als erstes kommen. Und da gibt es auch also verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt noch weiter verschärfen könnte. Aber ja, ich denke, du hast recht. Also es liegt jetzt nicht unbedingt an den Waffengesetzen so, dass es so ein Reichsbürgerproblem gibt, sondern wahrscheinlich an vielen anderen Faktoren.
Aber es könnte schon ein Hinweis darauf sein, dass du eine gefährdende Person bist, dass du das Jagdgesetz nicht verschärfen willst. Und, also, es ist alles sehr gefährlich geworden. Also ja, wir lachen noch, aber es kursieren ja wirklich, gestern habe ich noch gesehen, da aus dem deutschen Parlament und so, also diese Jagd. Also wie können wir, was wir in der Schweiz ja bereits in trockenen Tüchern, also mit Abstimmungen, Volksabstimmungen, bereits im Gesetz haben, ne? Also wir können, also wir, also Gefährder können bestimmt werden und dann kann die FedPol, die nationale Polizei rausholen, ne? Also das ist eigentlich schon alles völlig legal. Also und jetzt kommt ja bei euch diese Frage von der Beweisumkehrlast, ne? Also da kann man wirklich sagen, also gut, bei dir gehen wir jetzt mal vorbei, das Gewehr holen und dann musst du beweisen, dass du nur Kaninchen schießen gehen willst. Also mach mal. Nee, es ist schon, also ich finde es schon absolut beunruhigend, was im Moment läuft. Ja, definitiv. Also ich dachte auch zum Beispiel, also dieses Problem, dass es also so Gesetze gibt oder bestimmte Regeln gibt, die ja auch also sinnvoll sein können und die auch gut sein können, aber die gelten halt irgendwie nicht für alle. Also, sondern dann gibt es so bestimmte also Gefährder, die ausgemacht werden und es ist dann auch relativ willkürlich, was als Gefährdung bestimmt wird und was nicht. Also und dann hat man wirklich ein Problem auch mit so Verlässlichkeit und Planbarkeit und also so eine permanente Angst vielleicht auch. Ja. Ja, also Ja, wenn und man das wer so. das gewechselt hat, ist ja auch offensichtlich, oder? Also bei Coronavirus durftest du sehr schnell keine Fragen mehr stellen, obwohl du Hinweise ja auch im März oder April 2020 gefunden hast. Danach musstest du brav Angriffskrieg sagen, dann musstest du brav die Lichter löschen und kurz duschen und so. Also, und wenn du da ja nur schon mit der Wimper gezuckt hast, war es ja alles schon ein Hinweis, du bist gefährdet, ne? Also das finde ich schon eine sehr, 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 sehr beunruhigende Sache. Aber also wir waren ja noch, oder du warst ja erst so am Rausgehen, aber den ersten Punkt habe ich mir da schon aufgeschrieben, den finde ich natürlich sehr spannend, dass du eigentlich als jemand, welcher sich die Mühe macht, und ich meine, ich kann mir das gar nicht für mich vorstellen, dass ich das auch machen können, wollen, könnte, oder was da kann. Also zu sagen, okay, ich will jetzt meine eigene Infrastruktur haben, ich will meinen Server haben und den will ich auch mitnehmen können, oder ich weiß auch nicht was. Und ich möchte jetzt all die Teile, die ich brauche, selber managen. Und also ich finde, das habe ich immer bewundert an dir, wie du das hinbekommst und dass du da überhaupt reingehst. Aber der interessante Hinweis, der mir jetzt da gerade geklingelt ist, du bekommst also jetzt auf dieser Ebene die Last aufgebürdet, was man mit NetzDG und all dem Zeugs ja eigentlich am Kämpfen ist. Also jetzt bist du der Erste, staatlich gezwungene Zensurist, der entscheiden muss, wer auf deiner Instanz was macht. Ja, kann man echt so sagen. Und Denke schon. du musst jetzt plötzlich schauen, ob diese SMS aus der Schweiz ein bekannter Gefährder wirklich gefährlich ist und möglicherweise sogar deine Instanz bedroht. Genau. Also Ja, ist so. das find ich ja unglaublich spannend, dass also diese Umdrehung, das ist mir jetzt in diesem Moment, wie du diesen Satz gemacht hast, ist mir das aufgefallen, wie sich das umdreht und ganz typisch ein Kampf zwischen den Allerkleinsten gegen die Allerkleinsten ist. Und wenn du dich nicht gefährden willst, musst du mich abschießen. Genau. Das ist ja.
Das ist ja Hammer. Und nicht nur gegenüber dem Staat, also das ist die eine Ebene, dass es also dann alle möglichen Gesetze gibt und alle möglichen also Vorschriften und Abmahnungen und Möglichkeiten dann also rechtlich gegen jemanden vorzugehen, also mit Hilfe des Staates, sondern also es gibt ja auch noch das Netzwerk an sich und das Netz an sich. Und da gibt es ja auch noch viele soziale Regeln, also die also unterschiedliche Instanzen unterschiedlich handhaben. Ich hatte schon 2019 also in die Serverbeschreibung bei ifeo.eu reingeschrieben, dass die Instanz also daran interessiert ist, mit möglichst vielen anderen Instanzen in Austausch zu kommen und nicht geblockt zu werden. Weil es war ja 2019 schon ein großes Thema, also hauptsächlich durch Donald Trump und so rechte Netzwerke, dass also sich also Regeln durchgesetzt haben, bestimmte Instanzen kollektiv zu blocken, weil also man gesagt hat, da sind jetzt die ganzen Trump-Anhänger oder da sind jetzt die ganzen Alt-Right-Leute und wer mit denen was zu tun hat, mit dem wollen wir jetzt nichts zu tun haben. Und das also in manchen Fällen ist das also eindeutig und nachvollziehbar für mich, also und dann kann ich das auch gut mitfahren, aber es gibt halt auch so Graubereiche, wo jetzt die eine Instanz sagt, also wer jetzt irgendwie diese Instanz nicht blockt, mit dem wollen wir auch nichts zu tun haben. Oh, Und dann, Scheiße. genau, und das ist halt, also ich möchte, also da ist es mir fast lieber, so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen und Ja. jetzt nicht irgendwie die 1000 Leute Instanz zu haben oder Ja. 5000, sondern halt so, dass das möglichst einerseits relativ überschaubar und klein und andererseits also jetzt auch nicht so krass negativ auffallend, weil halt irgendwie diese Beobachtungsmöglichkeit das Interessanteste ist, also das alles so ein bisschen im Blick haben zu können und schauen zu können. Und wenn man da jetzt aktiv unterwegs ist und vielen Accounts folgt und von vielen Accounts gefolgt wird und plötzlich fallen Beobachtungsmöglichkeiten weg, weil jetzt irgendeine Instanz sagt, also hier auf dieser IFO-Instanz, da der eine, der ist uns da so super komisch aufgefallen und der Sozialwelten, der macht da nichts dagegen, also der lässt das über einfach laufen, Ja. also das ist irgendwie fishy, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, dann kann das passieren, das passiert häufiger sowas, also ist mir jetzt noch nicht passiert, aber sowas passiert, dass dann einfach Instanzen sagen, also dann blocken wir einfach mal vorsichtshalber die Instanz weg, weil wir wollen hier ein Ja. schönes Wohnzimmer, digitales Wohnzimmer für uns haben und da wollen wir irgendwie mit so komischen Sachen nichts zu tun haben. Also da wollen wir uns nicht irritieren lassen. Und das ist schon, also ja, also von daher wird auch Mastodon bestimmt niemals eine Alternative zu Twitter werden, so, also das Twitter, was man so kannte, es gibt kein nächstes Twitter, würde ich sagen. Wow, So wie es gibt keine nächste Universität, so gibt es auch kein nächstes Twitter. schön. Ja, genau. Aber das heißt ja nicht, also dass das nicht Netz und Netzwerk sein kann. Zum Beispiel letzte Woche war ich in Berlin. Montag bis Donnerstag war ich auf einer Abgeordnetenfahrt. Jeder Bundestagsabgeordnete des Deutschen Bundestages darf dreimal im Jahr bis zu 50 Leute einladen nach Berlin. Und da wird dann auch die Fahrt gezahlt, also mit ICE und die Hotelübernachtung wird gezahlt. In Berlin wird alles gezahlt, also Verpflegung und so weiter. Und das habe ich genutzt, um ein paar Leute aus dem Fediverse zu treffen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich jeweils Leute getroffen. Am Montag zum Beispiel @Firefly, @Mastodon.lol. Das ist eine Juristin, die in Berlin lebt und die zum Beispiel Aufsätze schreibt über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Fediverse und was da jetzt so möglicherweise in rechtlicher Hinsicht auf die Leute zukommt. Ja, das war letzte Woche. Cool, also warte mal, aber jetzt hast du bekommst eine Einladung von einem Abgeordneten. Also das gibt es schon seit wirklich langer Zeit. Also Ja. das sind so politische Bildungsfahrten. Und es ist so, also viele Bundestagsabgeordnete nutzen das, um ihre Wahlkampfhelfer einzuladen. Oder zum Beispiel ein CSU-Abgeordneter würde jetzt sagen, also dann in meinem Wahlkreis, da gibt es irgendwie die CSU, und dann gibt es die Junge Union, dann gibt es die Frauenunion und verschiedene Vereinigungen. Da schicke ich jetzt Einladungen hin. Hier, mach doch mal eine schöne Fahrt nach Berlin 4 Tage. Und dann werden die mitgenommen. Aber also dieses Angebot steht also nicht für exklusiv für Parteimitglieder zur Verfügung und für Anhänger von Parteien, sondern das ist eigentlich ein Bildungsangebot für die gesamte Bevölkerung, sodass jeder, der in einem Wahlkreis lebt, und es leben alle deutschen Bürger in irgendwelchen Bundestagswahlkreisen, also man darf ja wählen bei der Bundestagswahl und ist dann so in einem Wahlkreis. Und es ist eben so, dass ein Bundestagsabgeordneter dann aus seinem Wahlkreis Leute mitnimmt. Und die haben also dieses Kontingent von 3 Fahrten im Jahr, a 50 Personen, also bis zu 50 Personen. Und es ist Ja. normalerweise so, dass dann immer Plätze frei bleiben. Also dann nimmt man irgendwie seine 20 Leute von den Jungsozialisten mit, von den Jusos oder halt von der jungen Linken oder von der jungen Union.
Und weil ich das halt davon schon mal gehört hatte so, und das kannte, habe ich nach der Bundestagswahl letztes Jahr, 2021 war Bundestagswahl, und hier im Wahlkreis Köln 1, das ist der Wahlkreis hier, wo meine Wohnung steht, wo ich gemeldet bin, wo ich wählen durfte, da hat das Direktmandat eine SPD-Bundestagsabgeordnete bekommen, die heißt Sanae Abdi. Die macht so Entwicklungspolitik und ist angesiedelt beim Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und da habe ich ans Wahlkreisbüro geschrieben, nachdem die Bundestagswahl war, ob sie mich nicht mal mitnehmen würden auf so eine Bundestagsfahrt. Ich bin hier, ich arbeite im Hotel, ich lebe hier in Köln-Kalk und ich würde mich dafür interessieren, da mal mitzufahren. Und dann haben die geantwortet, lieber Herr Kabacher, vielen Dank für Ihr Interesse. So, wir nehmen Sie gerne mit. Aber jetzt gerade während Corona sind keine Fahrten. Also wir sagen Ihnen Bescheid, wenn es mal wieder eine Fahrt gibt. Und dann haben Sie sich, glaube ich, jetzt im Mai oder Juni, seit Mai diesen Jahres gibt es diese Fahrten wieder. Also seitdem ist diese Corona-Beschränkung also fallen gelassen worden. Und dann wurden mir zwei Termine zur Auswahl gegeben und ich habe mich dann für den letzte Woche entschieden, weil ich Montag bis Donnerstag sowieso frei habe. Und dann hat das einfach so gepasst, dass ich jetzt nicht extra Urlaub nehmen musste oder irgendwas. Und dann also wurde mir das Programm zugeschickt per E-Mail. Da stand also drin, was die ganzen Punkte sind, wann man sich trifft irgendwie am Bahnhof und was dann in Berlin jeweils gemacht wird. Zum Beispiel, also Montag war hauptsächlich Fahrt. Also Montag war Fahrt und dann noch eine Stadtrundfahrt mit dem Bus und dann ankommen im Hotel, gemeinsames Abendessen, fertig. Dienstag, also war, was haben wir am Dienstag gemacht? Am Dienstag waren wir auf jeden Fall im Bundestag, also da gab es auch noch Stadtrundfahrt, dann Bundestagsbesuch, Besuch in der Reichstagskuppel, gemeinsames Mittagessen und dann hatten wir noch, also es sind dann auch so Museen immer und Ministerien auf dem Programm. Also zum Beispiel waren wir im Museum für Flucht und Vertreibung, das ist ein relativ neues Museum in Berlin. Wir waren auch noch im Tränenpalast, kennst du Oh vielleicht? Ja, ja, klar. klar. Den haben wir uns Gibt's auch den immer gegeben. noch? Ja, gibt es immer noch. haben wir Ja. uns den angeschaut. Dann waren wir einen Tag in Potsdam. In Potsdam haben wir auch eine Stadtrundfahrt gemacht, waren da gemeinsam Mittagessen. Und dann waren wir in Potsdam. Was haben wir denn da in Potsdam? Da waren wir in einem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Also da in Potsdam gab es ein ehemaliges Stasi-Gefängnis. Das wurde Auch immer schon. schön. Bitte? Auch immer schön. Ja, also interessant. Klassiker so. Natürlich auch heftig und traurig. Ja. Aber sehr interessant. Also das in Potsdam ist ja auch mitten in der Stadt und die Anwohner haben das nicht mitbekommen, dass da ein Stasi-Gefängnis ist. Und die Leute selber, also da zum Beispiel gibt es da so Freigang gab es. Das war so eine kleine Zelle, die durften da auch nicht einfach sich an die Wand anlehnen oder sowas, sondern irgendwie auf 2 Quadratmeter so im Kreis sich drehen. Also Folter einfach, das waren Foltergefängnisse, wo die Leute auch, also der Tourguide meinte, dass also danach, nach der Wende, 75% aller Insassen, die da jeweils drin waren, während der DDR-Zeit also völlig rehabilitiert wurden, in dem Sinne, dass man sagen konnte, nichts von dem, was denen vorgeworfen wurde, stimmte auch nur ansatzweise. Und dann von den restlichen kann man immer noch sagen, also auch gut rehabilitieren, weil eben die Gesetze so waren, dass man auch schon für sehr fadenscheinige Sachen oder wenn man die falsche Musik gehört hat oder wenn man irgendwie versucht hat, jemanden einen Brief zu schicken im Westen, dafür schon eingesperrt werden konnte oder weil irgendjemand behauptet hat, dass man was getan hat, ob das stimmte oder nicht. Das war Potsdam und ja, Tränenpalast, Flucht. Und dann waren wir noch in einem Ministerium, das war auch interessant, da waren wir eben genau in diesem Ministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, also für Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heißt das, glaube ich, richtig. Und haben da also einen Vortrag gehört darüber, was dieses Ministerium macht und wofür das zuständig ist. Und da fand ich also besonders interessant, das wusste ich nicht. Also, ich meine, Bundestagsabgeordnete, die sitzen ja da im Bundestag und beschließen Gesetze. Und es gibt diese parlamentarischen Ausschüsse, in denen dann also richtig gearbeitet wird, auch jenseits von der Plenardebatte im Bundestag, wo es dann eher vielleicht ein bisschen polemischer zugeht und nicht so viel vielleicht inhaltlich gearbeitet wird, sondern eher also kamerawirksam, also Vorträge gehalten werden. Und im parlamentarischen Ausschuss wird dann halt richtig gearbeitet mit Gutachten, mit also Sachverständigen und alles Mögliche. Und aber trotzdem, also gehe ich davon aus, dass also die Hauptarbeit, das Ergebnis sozusagen der Arbeit eines Bundestagsabgeordneten, das Verabschieden von Gesetzen ist. Also Ministerien, Bundestagsabgeordnete sind dafür zuständig, Gesetze zu verabschieden und die sind dann praktisch die Politik. So. Also das Ergebnis von Bundestagsarbeit ist Gesetz. Aber das einzige Ministerium,
was keine Gesetze veranlasst und was keine Gesetze auf den Weg bringt, ist das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wieso? Was machen die eigentlich? So, die beschließen keine, die sorgen nicht für Gesetze. So, gab es ein Gesetz irgendwie in den 60er oder 70er Jahren, was die mal da wichtig auf den Weg gebracht haben und sonst keine Gesetze. Und das liegt daran, das ist sozusagen die Lobbyismusvereinigung Deutschlands. Also die sind eher dafür zuständig, im Ausland Gesetze auf den Weg zu bringen oder im Ausland also aktiv zu werden. Also für Entwicklungshilfe halt, also die machen Entwicklungshilfe oder versuchen wirtschaftliche Zusammenarbeit zu organisieren und das machen sie halt nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Also das ist sozusagen die Lobbyvereinigung Deutschlands, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die sorgen halt eher für Gesetze im Ausland. Also deswegen brauchen die in Deutschland keine zu machen. Das ist ja krass. Oder? Ja, fand ich auch. Das Ja, war sehr interessant. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Ja, und weil ich dann halt in Berlin war und weil ich diese Fahrt da mitmachen durfte und weil ich da diesen Aufenthalt hatte, habe ich die Freizeit genutzt. Also dann abends gab es immer gemeinsames Abendessen und so ab 19, 20 Uhr war dann also Schicht im Schacht und dann gab es kein offizielles Programm mehr. Und die Zeit habe ich dann einfach genutzt, um über Mastodon zu fragen, so hier, du bist aus Berlin, willst du dich mit mir treffen? Und du bist aus Berlin, willst du dich mit mir treffen? Und du bist aus Berlin, willst du dich mit mir treffen? Und dann habe ich eben Montag, Dienstag, Mittwoch also da Leute getroffen. Cool. Und habe mir dann auch da ein paar coole Spots zeigen lassen und ja, war dann in so alternativen Kulturzentren unterwegs. Also Montagabend zum Beispiel, da war ich Freiheit Ostkreuz nennt sich das. Also so ein alternatives Kulturzentrum, die zeigen auch Filme und machen Theater und alles Mögliche und haben da so eine Bar. Und am Mittwoch war ich zum Beispiel in der Kulturfabrik und am Dienstag einfach nur auf dem Weihnachtsmarkt. Schön. Das ist aber toll. Ah, ja, das habe ich noch gar nicht gehört. Finde ich cool. Ich weiß nicht, also in der Schweiz gibt es sowas so in der Form, kennst du nicht? Also, dass man da eingeladen wird irgendwie und geht dann in die Hauptstadt und lässt sich mal die ganzen das Parlament zeigen und die Ministerien und sowas. Also, gibt es da nicht irgendwie so einen politischen Bildungsauftrag oder so? Puh, du, ich. Also wir haben jetzt gerade, weil der aktuell höchste Schweizer kommt hier aus der Gegend und der macht offenbar immer wieder so Einladungen. Also ich denke, oder wie du das sagst, über die Parteien oder so, ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Sachen gibt. Ganz ehrlich gesagt, ja. Es ist einfach schon sehr lange her, dass ich mich dafür interessiert Kann ich habe. verstehen. Aber ich meine, also jetzt ist ja gerade Reichsbürger irgendwie das große Thema. Und genauso, also gibt es ja im Deutschen Bundestag zum Beispiel die AfD-Fraktion. Also da gibt es ja auch Abgeordnete von der AfD. Und da habe ich mich schon gefragt, also wie funktioniert das eigentlich bei denen? Also wie das bei den etablierten alten Parteien funktioniert, so dass auch die Grünen und die SPD und die CDU und die CSU so und die Linke, dass die das hinbekommen, so in ihrem Wahlkreis dann also solche Fahrten auszurufen und dann die Leute nach Berlin zu schicken, das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ist jetzt eigentlich, also wenn da 50 AfD-Anhänger und 50 AfD-Mitglieder die da nach Berlin eingeladen werden. Wie verhalten die sich? Was gibt es Ja. da irgendwie für Phänomene und für Probleme? Und die Tourguides, also die sind ja auch parteiunabhängig, sondern also der Tourguide, der jetzt da letzte Woche mit uns rumgefahren ist zu den Museen und zu dem Bundestag und alles, der hatte eine Woche vorher irgendwie FDP-Mitglieder oder FDP-Eingeladene und vorher halt CDU-Eingeladene und davor halt AfD-Eingeladene. Also die spielen dann Ja. in dem Hinsicht also ganz normal natürlich da mit. Gibt da auch keine besonderen Probleme, sondern also funktioniert ganz genauso eigentlich wie bei allen anderen Parteien. Ja, Also der klar. meinte, das Einzige war also, dass die AfD halt eigentlich nur noch Parteimitglieder mitnimmt. Also jetzt nicht so wie jetzt letzte Woche, ich bin kein SPD-Mitglied und durfte aber Ja. trotzdem bei der SPD mitfahren, weil ich hier in dem Wahlkreis wohne. Und das funktioniert bei denen wohl irgendwie nicht, weil dann zu viele Stänkerer gekommen sind, die dann also da Probleme verursacht haben und jetzt nehmen sie halt nur noch Parteimitglieder mit, weil sie davon ausgehen oder weil das halt besser funktioniert anscheinend. Gut, das müsstest du ja jetzt mal probieren, ne? Also du könntest ja mal probieren, bei der AfD Köln dir einen Platz zu holen.
wenn es da einen Bundestagsabgeordneten gibt, der also mich einladen kann. Weiß ich jetzt nicht, habe ich mich nicht informiert. Könnte sein. Also ich kenne jetzt nicht alle Wahlkreise und weiß nicht, wer da jetzt jeweils der Direktkandidat Aber das wäre ja gewonnen hat. eigentlich durchaus eine interessante Recherche, oder? Ja. Also wie läuft sowas ab? Wobei jeden, also warum soll es anders ablaufen? Also du, ich war natürlich während dem Studium, waren wir einige Male da in den Katakomben und haben dort so Menschenrechtstypen und so kennengelernt. Aber nein, ich finde eigentlich deinen Ansatz ich baue mir meine eigene Infrastruktur. Also ich habe wie den Eindruck, das ist vom Erkenntnisansatz eigentlich sehr viel, ich sage jetzt mal produktiver, ist ein bisschen blöd, weil es so ökonomisch ist oder so gewinngeil tönt, aber ich habe wie die Fantasie, das ist einflussreicher. Verlust, was, Die welche? Erfahrung, das, was du machst, dass du sagst, ich will meinen eigenen Server haben. Ich will meine eigene Software haben. Welche brauche ich eigentlich? Woher bekomme ich die? Wie kriege ich die ins Netz? Oder aus dem Netz raus. Also all dieses Zeugs, also weil ich sagen würde, ja, das ist ja die neue Welt, welche von dieser alten Welt eben, die ja eingerichtet ist, eben bis zu Tourguides, also bis zu ganzen Heerscharen von Menschen, die davon also Parasiten sind für mich eigentlich etwas Gutes, aber ich meine einfach so, am Rand dieses Dings, in den Speckzonen, diese Systeme da. So, also ich habe von dem wie keine Erwartung. Ich habe nicht den Eindruck, jetzt könnte mich irgendetwas überraschen. Ich hätte eigentlich nur den Verdacht, dass mein Verdacht, der eh schon schrecklich ist, dass der noch viel zu harmlos formuliert ist. Also, weißt du, was ich meine? Und das, was du machst, habe ich eigentlich den Eindruck, ja, das ist ja wirklich taufrisch. Also, und dort lagert sich ja all diese Kontrollversuche und also ich finde das sehr viel Interessant. Also, ja. Also sehr schön, dass du Wow. versuchst, das zu verstehen. Also ich möchte gerne also eine Sache erzählen so. Also weil da Aha. arbeite ich gerade dran oder da habe ich irgendwie dran zu knabbern. Also wenn ich das jetzt also sämtliche Problembereiche, die wir so haben und mit denen wir uns beschäftigen, also unterteilen in diese drei Ebenen: ökologische Krise, kommunikative Krise und ökonomische Krise. Das Ja. war immer ein Vorschlag von dir und den finde ich auch sehr gut Ja. und nachvollziehbar. Und zum Beispiel also Anfang des Jahres hatte ich mir den Arm gebrochen und war dann erstmal eine Zeit lang in der Reha, ist alles wieder in Ordnung so, alles wunderbar, aber ich konnte nicht Fahrrad fahren in der Zeit. Also ich bin da auf dem Fahrrad gestürzt und habe mir den Arm gebrochen. Und dann also habe ich das Wandern entdeckt und war dann also in der Natur unterwegs, auch so mit Outdoor-Übernachtungen und also mit leichtem Gepäck und Hängematte und Isomatte und habe dann im Wald geschlafen. Und das ist alles Ja. gut und erlaubt. Also es gibt so ein Waldbegehungsrecht. Also selbst wenn der Großteil der Wälder Privatbesitz ist und eigentlich also für den Abbau von Holz so wirtschaftlich verwendet wird, also man darf als Bürger, als Mensch hier in dem Land, der sich hier befindet, einfach, also darf man so einen Wald betreten und man darf den Wald nutzen für Erholungszwecke. Und da gibt es so eine Wow. Grenze, man darf da jetzt nicht campen zum Beispiel. Und wo fängt das Camping an? Also sobald man ein Gestänge hat. Das Gestänge ist der Unterschied. Also wenn man ein Zelt hat mit Gestänge, ist verboten. Wenn man eine Hängematte hat ohne Gestänge oder irgendwie so einen Sack, wo man sich reinlegen kann, so einen Biwaksack, das ist erlaubt. So. Aber sobald ein Gestänge ist, ist nicht erlaubt. Aber ich habe eben kein Gestänge und deswegen ist das alles erlaubt, was ich da mache. Und jetzt habe ich mich da eben für diese Natur interessiert und ökologische Krise, so Verschmutzung, Plastik. Ups, Video wurde ausgeschaltet und Bandbreite ist sparen. Aber du hörst mich noch, okay, ich erzähle weiter. Also es gibt ökologische Jetzt Krise. bin ich mir auch drauf. Ich sehe jetzt einfach dein Video gerade nicht mehr, aber ich höre dich noch. Ah, Jetzt sehe ich dich okay. wieder, Bei mir okay. läuft alles Okay, super. schön.
Also ich wollte mich näher beschäftigen mit der ökologischen Krise. Und was macht man jetzt? Also wenn ich mich jetzt irgendwie an der Uni einschreibe für Agrarwissenschaftsstudium oder für irgendwie also Biologiestudium oder was auch immer, dann bin ich da 5 Jahre beschäftigt und bekomme also alle möglichen Informationen, die ich mir auch so theoretisch ja aneignen kann. Also ich kann ja in die Bibliothek gehen und da Bücher lesen und alles Mögliche. Ich wollte aber so ein bisschen also eine praxisnahere Ausbildung haben, so in dem Bereich. Also habe ich mich da für diesen Jagdschein eben angemeldet, weil also für den Jagdschein ist es so, es gibt da 5 Themengebiete. Das eine ist zum Beispiel Waldbau und dann gibt es Vogeltiere, also so Federwild und es gibt Haarwild. Und dann hat man schon einen großen Bereich dessen, was man so als ökologisches Umwelt da vorfindet in dem Wald, abgedeckt, sodass man, also wenn man dann in den Wald geht, auch ein bisschen besser versteht, was sind die Gefahren? Irgendwie werde ich da jetzt angegriffen von einem Wildschwein oder kann ich da jetzt irgendwas kaputt machen, wenn ich da übernachte? Bin ich jetzt selber irgendwie da ein Problem, wenn ich mich dort befinde? Auf was muss ich achten so? Und so ein Jagdschein und so ein Jagdkurs ist natürlich aber jetzt nicht für Leute wie mich zugeschnitten, sondern für Leute, die Jäger werden wollen. Ich bin aber jemand, also ich habe kein Auto zum Beispiel, ich wohne hier mitten in der Stadt, also ich habe eigentlich nicht so die Voraussetzungen, um jetzt irgendwie Jagd zu betreiben. Das werde ich auch nicht machen. Also, ich werde mir jetzt keinen Waffenschrank besorgen und der Waffenschrank ist die Voraussetzung, um Waffen zu besitzen und ein Auto braucht man, um irgendwie erlegtes Wild nach Hause fahren zu können oder man braucht irgendwie eine Kühlkammer und irgendwie so einen Aufbrechraum, um irgendwie dann auch Wild aufbrechen zu können und das also fachgerecht zu behandeln. Dementsprechend ist so ein Kurs jetzt nicht eins zu eins auf mich zugeschnitten und dadurch ergeben sich dann auch wieder viele Fragestellungen, weil in so einem Jagdkurs, das ist ja auch über dann einen Verein geregelt, ist es ja so, dass die Leute jetzt nicht nur versuchen, Leute zu Jägern auszubilden und denen alles Wissen an die Hand zu geben, sondern es ist ja auch so eine Sozialisation, die da durchgemacht wird. Also man möchte ja auch irgendwie unter sich bleiben und also versuchen dann auch so Leute, die da gar nicht reinpassen oder die irgendwie also da komisch sind, vielleicht auch draußen zu halten und durch bestimmte Gepflogenheiten, Brauchtümer, kulturelle Eigenheiten, also zu versuchen, nur Leute zu Jägern zu machen, die da irgendwie auch reinpassen. Also es ist ja auch so ein Selektionsmechanismus, der da stattfindet, der sich dann auch zum Beispiel in einer Prüfung äußert. Und bei der Prüfung, also kann man zwar sagen, es geht da um bestanden oder nicht bestanden, und dann gibt es bestimmte quantitative, also objektive Maßstäbe, die man also heranziehen kann, um zu sagen, also der hat die Prüfung bestanden und der hat sie nicht bestanden. Aber es ist natürlich auch immer so eine Schwammigkeit eingebaut. Also zum Beispiel, es gibt jetzt nicht nur eine schriftliche Prüfung, die man absolvieren muss, sondern es gibt auch eine Prüfungskommission, vor der man vorsteht und die stellen einem Fragen. Und wenn die mich jetzt wirklich raushaben wollen, dann stellen die mir, dann wissen die, welche Fragen sie mir stellen müssen, die ich nicht beantworten kann. Und dann werden die mich los. Und das ist dann halt so ein Problem. Außerdem, also werden halt viele Skills abgefragt und viele Fähigkeiten mir beigebracht, die ich jetzt nicht unbedingt brauche und die ich nicht unbedingt haben möchte. Und dann fehlt so, kann an einer oder anderen Stelle halt die Motivation fehlen, um sich diese Fähigkeiten dann auch richtig anzueignen. Zum Beispiel, ich muss Schießtraining Sehr machen schön. und da bin ich mit der Flinte, irgendwie muss ich auf Tontauben schießen und das ist echt schwierig so. Und das ist mir bis jetzt immer sehr schlecht gelungen. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, liegt das daran, dass ich so schlecht treffe? Weil ich überhaupt keinen Bock habe, diese Tontraube zu treffen, weil mir das eigentlich völlig egal ist, ob ich jetzt treffe oder nicht. Und es hat sich herausgestellt, Ja. nee, also das ist jetzt nicht das Schlimme gewesen oder das war nicht der Grund, wieso es nicht geklappt hat, sondern ich bin leicht kurzsichtig auf dem rechten Auge und brauche jetzt eine Brille und deswegen habe ich nicht getroffen. Aber ich habe mir zumindest die Frage gestellt. So. Und das sind Ja, halt immer wieder so Sachen, wo ich merke, also dass die institutionalisierten gesellschaftlichen also Ordnungssysteme einfach nicht auf so einen sehr offenen Erkenntnisprozess ausgelegt sind, sondern wo man halt mit diesen institutionalisierten Ordnungen immer in so Bahnen gelenkt wird und also davon ausgegangen wird, dass man sich in bestimmten Bahnen befindet. Und ich merke immer wieder so, das passt an der Stelle nicht und das passt an der Stelle nicht oder hier muss ich nochmal eine extra Runde drehen oder da gibt es irgendwie so eine Zwangsjacke, die man erstmal aufknüpfen muss. Und das ist schon, also bei dieser Herangehensweise, die ich jetzt da wähle, mit alles selber machen, nicht alles, aber also versuchen, sich das so zusammenzubasteln, dass es jetzt auf mich passt, schon schwierig. Und dementsprechend ist das alles super, super langsam, wie das funktioniert. Also da fängt man irgendwas an und 10 Monate später habe ich jetzt irgendwie so 20% davon absolviert. Und genauso mit dieser Jitsi-Instanz und mit der PeerTube-Instanz. Also letztes Jahr hatten wir schon mal eine PeerTube-Instanz, eine eigene PeerTube-Instanz. Da hatte mir der Y Baum auf Mastodon geholfen und also der ist Systemadministrator. Und nur weil ich also von dem lernen konnte und weil mir der auch also viel gezeigt hat und ich viel von ihm also abschauen konnte,
war ich jetzt überhaupt in der Lage, das so selber aufzusetzen? Aber solche Möglichkeiten ergeben sich halt auch nicht immer, dass man da an die richtigen Leute gerät, die für das, was man jetzt als nächstes bräuchte, also da so perfekt passen. Also das ist dann immer so ein Warten und Basteln und Ausschau halten und versuchen, irgendwie alles zu nutzen, was sich so als Möglichkeit ergibt. Also, was du erzählst, finde ich außerordentlich spannend, vor allem weil dir, also was mich ja sehr bewegt und auch sehr betrübt, um es vorsichtig zu sagen, dass du zeigen kannst an deiner Ausbildung zum Jagdschein, dass das Interesse an offenen Erkenntnisprozessen eigentlich vielleicht schon immer höchst gering ist. Also das hat mich jetzt so angesprochen. Also offene Erkenntnisprozesse wirken eigentlich bedrohlich für eine Jagdgesellschaft zum Beispiel. Oder für eine Partei eben. Also die AfD nimmt nur ihre eigenen Leute mit. Die SPD kann sich das leisten. Die ist so stark, da kann auch einmal ein, keine Ahnung wer mit ihnen, ein Hanswurst nehmen wir halt auch noch mit. Also wir sind so etabliert und sind so unangreifbar, das ist völlig egal. AfD muss da schon ein bisschen vorsichtiger sein, sage ich jetzt mal. Was auch ein ziemlich lustiger Gedanke wäre, weil dann plötzlich die. also gut, also komm. Also, Da kommt die das finde ich Antifa ein sehr mit 20, interessanter Gedanke. 30 Mann. Ja. Das finde ich ein sehr, sehr kontraintuitiver, inspirierender Gedanke, was du da jetzt mit dieser Verbindung vom Jagdschein zum Aufsetzen einer Mast oder Jinzi oder YouTube, was du da machen kannst, das ist wirklich saugeil. Eine Stunde. Also bei Minute, wo hast du angefangen? Bei Minute 50. Das muss ich mir dann noch einmal reinziehen. Das finde ich jetzt wirklich sehr, ja. Wer hat Angst vor offenen Erkenntnisprozessen? Und dann würde ich sagen, auch die Universität hat null Bock auf offene Erkenntnisprozesse, ne? Weil das, was du beschrieben hast mit den Prüfungen, das gilt ja dort genau gleich. Also ich glaube, auch deshalb das Interesse an mündlichen Prüfungen. Das war ja, ich weiß nicht, sehr gut, das war jetzt gerade letztens da bei Ramiologist und so, die Soziologen üben ja im Moment alle ihre AI und GPT-3-Tools und so. Es ist wirklich krank, also es ist wirklich so. Und dann kommen sie mit ganz deprimierten E-Mails und sagen, oh, wir können jetzt keine schriftlichen Prüfungen mehr abmachen, machen, weil die AI, diese künstliche Intelligenz ist jetzt so gut. Die ist ja besser wie wir Professoren. So, und jetzt müssen sie alle mündliche Prüfungen machen. Und das bringt mich natürlich jetzt auf die Idee zu sagen, ah ja, das muss ein großes Interesse sein, mehr mündliche Prüfungen machen zu können, um sehr viel genauer die Auslese zu machen. Wer ist eigentlich komisch für unser Fachgebiet und wen wollen wir da wegmachen und mit geschickt gestellten Fragen? Also ich habe ja selber auch hunderte von mündlichen Prüfungen abgenommen. Also das spürst du ja sehr schnell, wo jemand ins Schwimmen gerät oder so. Und dann gehst du einfach, also wenn du den draußen haben willst, gehst du einfach da rein und weg ist das Kindlein. Ja. Ja, und ich denke auch, also bei so Hausarbeiten, die jetzt also so leicht automatisiert werden können, war gar nicht das Problem, da irgendwie eine inhaltliche also Arbeit zu leisten. Also was erwartet man jetzt da in so einem Kurs, wo man über irgendein Thema eine Hausarbeit schreibt, der schon also die letzten 20 Jahre jedes Semester gehalten worden ist oder jedes Jahr? Da kommt nichts Neues Inhaltliches und da kommt nichts Interessantes Inhaltliches, sondern es geht dann hauptsächlich eben darum, zeigen zu können als Studierender, dass man in der Lage ist, also sich dieser Aufgabe zu stellen.
stellen und diese sinnlose Arbeit eben dann auch zu leisten. Also dann schreibt man halt seine 20 Seiten Hausarbeit über Thema XY und macht das Gleiche halt nochmal, was schon 100.000 Mal gemacht worden ist, einfach weil es der Aufgabe entspricht und dass man das alles mitmacht und dass man sich also dazu bereit erklärt, dann schön brav diese Arbeit zu leisten. Das war halt so bis jetzt die Herausforderung und das ist jetzt nicht mehr notwendig, weil jetzt kann ich das einfach an das Chat-GPT abgeben und sagen, hier, mach du das mal für mich. Ja. Ja, aber es war ja schon vorher Blödsinn, ne? Weil also zum Beispiel so auf dieser Fachhochschulstufe, wo ich so Prüfungen abgenommen habe, dann sind ja das so die Basic-Fragen in einem Fach, ne? Und dann haben sie dann angefangen, wie man dann als PDF auch noch abgibt, dass sie dann so gewisse Sätze oder Abschnitte genommen haben und im Netz, es gibt glaube ich sogar Software dafür. Turnitin zum Beispiel. Und ich glaube an der Universität. Turnitin mussten wir damals verwenden an der Uni Hamburg. Also das ist ein Tool gewesen, um Plagiate aufzufinden. Meinst du sowas? Das hieß Turnitin, also ja, da mussten wir das hochladen und der hat dann überprüft und irgendwie ein bestimmter Prozentsatz der Arbeit ist dann aufgeblitzt. Also dann konnte man sagen, ja, 40% dieser Arbeit konnten wir jetzt irgendwie, sieht so aus, also wie so eine automatisierte Froni-Wiki-Geschichte. Also eben, genau, also dann hast du eine Basic-Frage in deinem Fach und dann musst du aber Sätze machen, die du nicht einfach via Copy-Paste übernommen hast. Du musst es dann also noch in eigenen Worten paraphrasieren. Und wenn das über 10 Jahre 10.000 Studenten machen, die immer gleiche Basic-Frage paraphrasieren, ich meine, wie absurd ist sowas, ne? Also das ist so bescheuert. Also das eigene System ist so bescheuert. Ja, das ist fantastisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Das stimmt. Also insofern eine sehr, sehr gute Sache mit diesem Chat-GPT. Da müssen Sie sich mal was einfallen lassen. Ja, aber das ändert im Prinzip nichts, weil man kann eben auch über eine mündliche Prüfung oder über eine Klausur in Anwesenheit also genauso gut selektieren. Man muss ja keine Hausarbeiten schreiben. Ja. Ja, noch, also eben, ich würde es umdrehen und sagen, du, genau deshalb musst du ja persönliche Prüfungen in persönlicher Anwesenheit machen, um sehr viel gezielter noch auszusondern. Nein, also die Leute wegzubekommen. Und deshalb ist eben dein Jägerbeispiel auch so toll, weil du ja eben dann noch Waffe hast. Oder? Also umso wichtiger ist es ja, dort gut hinzuschauen, wozu will dieser Michael jetzt einen Jagdschein? Das macht ja jetzt wirklich, er hat ja nicht mal ein Auto, wie hast du das gemacht? Aufbrechraum, kenne ich gar nicht. Ich hab einen Metzger hier oben gleich, also wenn ich zur Haustüre rausgehe, sehe ich immer gerade, wie viele Hirsche angeliefert worden sind. Das wird ja bei uns alles professionell gemacht. Ja, das ist schon, oh Gott, Michael, also das ist ja Wahnsinn, was du tust. Also und da fand ich halt auch interessant, so in Verbindung mit diesem Jagdschein und also mit dem Interesse dann auch, wie funktioniert das mit Wald und mit den Tieren da. Also das ist natürlich auch eingebunden in so einen wirtschaftlichen Zusammenhang. Also im Wald möchte man halt also Bäume pflanzen, also Eichen und Buchen zum Beispiel, die möglichst gerade wachsen, um sie möglichst also wirtschaftlich verwerten zu können. Wenn man jetzt diesen Verwertungszweck und diese Daseinsberechtigung für Wald weglassen würde, dann bleiben eigentlich nur noch ein paar Naturschutzgebiete, also die so urwüchsige Naturlandschaften haben, also wo nicht diese Bewirtschaftung betrieben wird und dann also so Eichenmonokulturen und Buchenmonokulturen bepflanzt werden. Also wenn man das nicht hätte, diese wirtschaftliche Nutzung, dann gäbe es irgendwie 80% des Waldes gar nicht mehr. Das ist eigentlich also hauptsächlich Privatbesitz, Wald. Und wird eben wirtschaftlich verwertet und der Jäger oder die Jägerin ist halt auch dafür zuständig, dann einfach so auf den Wildbestand einzuwirken, damit diese Bäume eine gute Chance haben, wachsen zu können.
Also darum geht es irgendwie ganz, ganz wesentlich, dass man also Schädlinge, Schädlinge für den Wald in erster Linie beseitigt. Und wenn man jetzt aber diese wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit von dem Wald nicht mehr hat, weil jetzt durch das Sterben von Wäldern diese gut ökonomisch verwertbaren Bäume wie Eichen und Buchen gar nicht mehr wachsen, sondern man also sehr viel mehr weg müsste von diesen Monokulturen und dann halt irgendwie versuchen müsste, eher also Bäume zu pflanzen, die im Süden Europas heimisch sind oder die hier also vor 500 Jahren mal heimisch waren, bevor man also Eichen eingewandert hat aus dem Norden Europas. Ja, dann kann man das also so nicht mehr wirtschaftlich verwerten und da braucht man auch keine Jäger mehr, die dann also da auf den Bestand einwirken, weil die Gefahr für diese Nutzwälder nicht mehr so hoch ist. Und dann bräuchte man dieses ganze Jagdtum nicht mehr. Also die Daseinsberechtigung ist halt letztendlich auch wieder so eine ökonomisch-wirtschaftliche indirekt. Also die Jagd an sich ist irgendwie nicht sehr wirtschaftlich. Das ist so ein Hobby und die Leute geben da sehr viel Geld dafür aus und bekommen sehr wenig wieder rein. Also auch wenn sie ihr Zeug zum Metzger bringen und das alles verkaufen, das rechnet sich hinten und vorne niemals. Ja. Aber die zugrunde liegenden Bedingungen, um dieses Hobby und diese Praxis irgendwie also ausüben zu können, ist dann doch wieder eine wirtschaftliche, weil halt Wald also Wirtschaftsraum ist. Ja, und das Ganze drumherum, also die Bewirtschaftung, also angefangen von der Kleidung und der ganze Freizeitbereich, also eben diese ja. Das ist dann halt wieder so diese Nein. Verbindung zwischen ökologischer Krise und ökonomischer Krise und irgendwie so diese kommunikative Krise läuft da so parallel dazu. Aber ich finde schon, dass man also diese drei Ebenen ganz gut so als Oberkategorien immer heranziehen kann. Ja, ist interessant. Ich habe gar nicht mehr weiter daran gearbeitet. Ich hänge im Moment so an einem Autarkie-Index, Aha. wo ich insofern schon am Thema noch bin, aber wo ich dann so eigentlich die These aufstelle, dass die Alpenregion oder eben eine bergige Region eigentlich für die sozialen Entwicklungen sehr viel wichtiger sind. Also das ist natürlich eine alte These, weil ich ein Landei bin, ne, und dann immer von der Stadt gehört habe, die wichtigen sozialen Erfindungen sind in der Stadt. Die Stadt ist das ganz große. Und ich habe immer gesagt, das ist ja völliger Blödsinn. Die wichtigen Entwicklungen kommen aus dem Land. Und ich gehe dann vielleicht in die Stadt, um schneller Beziehungen zu machen, Speed-Datings zu machen, keine Ahnung, was, das kann schon sein. Aber also, und jetzt hier in diesem, dies denke ich immer wieder, soziale Entwicklungen sind halt sehr interessant in bergigen Regionen, weil es nicht so einfach ist. Nur schon mit Freunden, die ich habe, die auf der anderen Seite des Berges wohnen, wo, wenn ich zu denen gehen will, also im Winter komme ich gar nicht hin, weil ich nicht gut bin im Skifahren, im Tiefschnee und alles Zeugs. Aber wenn ich zu denen gehen will mit der Bahn oder mit dem Auto, bin ich fast einen Tag unterwegs. Und dass ich dann eigentlich so die These habe, dass es eigentlich sehr viel interessanter ist, die sozialen Entwicklungen zu beobachten in bergigen Regionen. Und was beobachtest du da so? Also zum Beispiel Ja. Verkehrsmittel und Transportwege, also wenn es jetzt darum geht, also die schwierig zu erreichenden Nachbarn zu besuchen. Also dass du dann zum Beispiel mit dem E-Bike unterwegs bist. Ja, natürlich. Also und wandern ist besser. Aber also, also als Sozialarbeiter frage ich ja dann, okay, ich kann diese drei Ebenen der Krise, also um es so zu fassen, ökologisch, ökonomisch, kommunikativ, interessiert mich ja dann weniger die Beschreibung der Krise. Mich interessiert als Sozialarbeiter ja stärker, wo sind da Chancen drin? Wo sind Ressourcen drin, die ich nutzen kann? Gibt es da was, wo ich jetzt sagen würde, dies hervorheben oder das ein bisschen zurück, so, oder? Und dann denke ich, ist es einfach sehr attraktiv, in
einem kleineren Raum unter beschränkten Möglichkeiten diese Ideen zu kultivieren. Und da ist natürlich Autarkie ein witziger Gedanke, ne? Also zum Beispiel, ich bin mit meinen Schuhen zu meinem Schuhhändler hier oben gegangen, der hat ein kleines Geschäft, hat tolle Schuhe, weiß einfach, was die Leute hier brauchen. Und wenn ich Schuhe kaufen gehe in der Stadt unten für hier oben in Zürich, dann kaufe ich immer die falschen Schuhe. Also deshalb gehe ich immer zu Hans rüber und hole mir bei ihm die Schuhe, weil er hat einfach die richtigen Schuhe, die irgendwie. Da merke ich dann später, aha, deshalb ist das wichtig, dass ich jetzt auf das Detail geschaut habe, etc. Dann bin ich mit meinen Schuhen wieder hingegangen und gesagt, Hans, meine Sohle ist abgelaufen. Ja, nee, da, aber ich habe neue. Schau mal dort hinten. Nein, nein, ich habe gerade diese doppelt rahmengenähten Schuhe bei dir genommen, weil ich ja wollte, dass wir die flicken können. Ne? Nein, nein, gibt keine Schuhmacher mehr. Wegwerfen. So. Solche Sachen finde ich interessant. Wow, okay, was ist das für ein Scheißsystem, was die wirklich wichtigen Sachen im Leben alle wegschwemmen und verdrängen. Also es müsste doch ein ökonomisches System geben, was die ganz wichtigen Dinge, die du brauchst für dein Leben, Weizen, Schuhe, Leder, ne, brauchen wir die Jäger plötzlich doch wieder, weil wir ja Leder brauchen, ja, Hirschleder, das ist der Geier, ne? Also wir brauchen ja, aber das ist alles weg. Es gibt die gar nicht mehr. Da musst du nach China gehen, bis du wieder zu Leder kommst. Wie bescheuert ist denn sowas? Und also das finde ich da bin ich am Rumeiern, zu sagen, also okay, wie müsste das eigentlich sein? Wie müsste man daran arbeiten, um diese Fähigkeiten wieder zurückzuholen? Interessant, also wirklich interessant. Also ich meine, also das ist für mich auch anschlussfähig, weil ich war ja dieses Jahr viel wandern und da habe ich auch viele, viele Fehlkäufe getätigt. Also bis ich das Ja. Equipment zusammen hatte, was ich dann also konkret Ja. gut nutzen konnte und was perfekt irgendwie auf meine also Outdoor-Touren mit Übernachtung im Wald so gepasst hat, habe ich also Ja. viel, viel Geld ausgegeben für Sachen, die ich dann wegschmeißen konnte im Prinzip oder die ich halt nicht benutze. Also Schuhe ist ein gutes Beispiel, weil ich habe mir dann auch erstmal also so leicht, also so Wanderschuhe halt geholt. Die haben die Werbung gehabt, die sind wasserdicht und die kamen aus so irgendwie so leicht so, sah so ein bisschen militärisch aus, aber so auch einfach hohe Schuhe, stabil, wasserdicht. Und dann habe ich halt festgestellt mit der Zeit, also wasserdicht ist schön und gut. Also man möchte nicht, wenn man in eine Pfütze steigt, dann irgendwie nasse Füße haben. Aber es muss halt trotzdem so sein, dass jetzt irgendwie, wenn man schwitzt, dass der Schweiß nach außen transportiert wird, weil wenn man da irgendwie mal 2, 3 Tage unterwegs ist mit so einem Schuh und dann schwitzt man da drin, dann kriegt man ordentlich Blasen und dann kann man irgendwie am 2. oder 3. Tag gar nicht mehr laufen. Genau. Völlig Genau. unbrauchbar. Also so Genau. wasserdichte Schuhe sind Schönes unbrauchbar. Beispiel. Und dann, Ja. also hatte ich halt zufällig das Glück, dass ich bei der Physiotherapie, wo ich dann war, da hatte ich einen Physiotherapeuten, der war früher bei der Bundeswehr und der hatte halt also von der Bundeswehr her die Erfahrung mit vielen Märschen, die er so machen musste. Und da gibt es halt bestimmte, zum Beispiel bestimmte, also Hersteller, die für die Bundeswehr also Material fertigen und die haben eben nicht nur dann, dass sie das an die Bundeswehr verkaufen, sondern die haben dann auch immer so Privatkundensparten. Zum Beispiel, also für Schuhe habe ich mir dann Hikes-Schuhe besorgt, die machen Bergstiefel für die Bundeswehr, also für das Heer, so für das deutsche Heer, so für das Militär. Und dann gibt es also so Carinthia zum Beispiel, die machen also Schlafsäcke und die machen Biwaksäcke. Und dann, also habe ich mich dann in diese Richtung orientiert, um zu schauen, was die da so für Profi-Equipment anbieten, weil das, denke ich, also ist dann auch bewährt. Also wenn die das also der Bundeswehr verkaufen können und die schreien nicht alle und sagen, also das völliges Klump, sondern da sind irgendwie ein paar tausend Leute, die dann damit also tagelang rummarschieren und die sagen, also und man kann ja nachschauen dann auf YouTube und so weiter, findet man dann alle möglichen Videos, wie jemand eine Produkt also Vorführung macht oder also von seiner Ausrüstung so berichtet. Dann, wenn man erstmal die Informationen hat, also das könnte was sein, dann kann man auch schnell recherchieren, ob das jetzt also plausibel ist oder nicht. Und dann, ja, also über die Schiene bin ich dann also zu den Sachen gekommen, von denen ich denke, dass sie funktionieren. Also sozusagen, das nenne ich Transfunktionalisierung. Also im Unterschied zu Oh. funktionaler Äquivalenz, das habe ich von Zizek.
Der hat das für die Corona-Pandemie, hat der das entdeckt. Und zwar, weil da war es ja so, dass, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in die Schule durften. Und dann mussten bestimmte vorhandene Ressourcen genutzt werden, wie zum Beispiel, dass die Eltern sowieso ein iPad haben und ein Laptop und so weiter. Und dann hat man über das Laptop und über das iPad, was vorher nichts mit der Schule hatte, also weil es zu Hause eher so ein Unterhaltungsgegenstand war, so eine Transfunktionalisierung gemacht, also dass man das anders umfunktioniert hat praktisch. Also dann ist das iPad halt nicht mehr das Unterhaltungswerkzeug, sondern dann wird das benutzt, um darüber Schule machen zu können. Und Ja. Mit diesem militärischen Bereich funktioniert das halt zum Beispiel dann für so Outdoor-Wandertouren. Das ist ja dann auch, also ich benutze das nicht militärisch, hat nichts mit Militär zu tun, aber es gibt da bestimmte gleiche Funktionsweisen, wie zum Beispiel viel rumlaufen und nicht, also keine Blasen haben wollen und sowas. Und dann kann man das so anderweitig funktionieren. Schön, ja. Ja, also ja, also ja. Und das ist halt, weil wenn man jetzt in so einem offenen Erkenntnisprozess unterwegs ist, dann also kann der Hans ja irgendwie sich nochmal so gut auskennen und kann 500 Jahre Erfahrung haben und also schon sein Urgroßvater war Schuhmacher und hat das Ganze gepflegt und genutzt. Aber das hilft halt auch nur wahrscheinlich erstmal für die Bereiche, wofür es gedacht ist. Und ob sich das noch für andere Prozesse nutzen lässt, muss man halt erst herausfinden. Aber da, also denke ich auch, dass Qualität ist halt Qualität so. Und das Billig-Schundprodukt aus China, das ist halt für nichts zu gebrauchen so. Außer also für so Unterhaltungszwecke, so für kurzzeitige Bedürfnisbefriedigung und ein kurzes also Dopamin-Glücksgefühl. Und danach kann man es halt wegschmeißen. Super. Sag mal, Michael, wer hat da eigentlich noch Interesse an offenen Erkenntnisprozessen? Fällt dir da jemand ein? Ja, klar. Muss man drüber nachdenken. Ja, dann sag mal, also dann ist das ja eine rhetorische Frage. Also ich hätte mal gesagt, Ja. ja, nein, Also du? vielleicht Maschinen irgendwie, also man muss ja nicht immer von Menschen ausgehen, man kann ja irgendwie also so Systeme bauen oder Systeme autonom denken. Vielleicht gibt es da was. Also die KI hat vielleicht ein offenes Erkenntnisinteresse so. Oder autonomes Fahren gibt es ja auch zum Beispiel. Oder also so autonome Systeme vielleicht. Funktionssysteme können ja auch, sind ja auch autonome Systeme. So, also die Wirtschaft hat ja vielleicht auch ein offenes Erkenntnisinteresse, also was darin besteht, sich weiter fortzusetzen und auch in Zukunft noch zu existieren. Und dann kann man halt schauen, also wie macht die das? Wie macht die Wirtschaft das? Unabhängig jetzt mal von irgendwie Einzelhandlungen von Menschen, sondern was gibt es da für Prozesse, die entstehen und die sich neu finden, die dann wiederum also weiter funktionieren und weiter anschlussfähig sind. Also ich habe ja die funktionalen Funktion die was die funktionalen Systeme was wie heißen die die habe ich ja Bitte. abgeschafft, gell? Die Aha, sind tatsächlich. aus meiner Sicht, ja genau, die habe ich abgeschafft. Ich meine, die sind falsifiziert. Also ich akzeptiere ja eigentlich nur, was Niklas Luhmann bei Soziale Systeme auf Seite 16 1984 notiert hat. Also diese vier autopoietischen Systeme. Also ich akzeptiere nur Bio, Psycho, Sozio und eben das, also Maschinen, hast du gesagt, Cyber. dem sage ich heute Cyber, ne? Also ich akzeptiere eigentlich nur diese vier Systeme als autopoietische Systeme, ne? So, und eben, also wie du vorher das erklärt hast, ist mir das wirklich einfach klar geworden. An offenen Erkenntnisprozessen haben Menschen kein Interesse. Und das ist nichts Neues, das ist nicht mit NetzDG erfunden worden, sondern das haben die Jägergemeinschaften und die Chöre und also Menschen und Gruppen von Menschen hatten schon immer ein Interesse daran,
ihre Gruppen zu schließen. Also zu sagen, du gehörst dazu, du nicht, du kannst singen, deshalb darfst du in den Chor kommen, du triffst die Tauben, deshalb darfst du bei uns mitschießen, Typen, die mitlaufen und nur die Tiere vertreiben mit ihrer Rumballerei, weil sie gar nicht treffen, brauchen wir nicht. Die haben so. Also es geht immer darum, aus guten Gründen zu sagen, wer gehört dazu und wer ist geeignet dazu zu gehören, um diese Fähigkeiten und kulturellen weiterzuentwickeln, etc. Also Menschen, also wenn es darum geht, offene Erkenntnisprozesse, also nicht einmal die Universität wäre ja jetzt eigentlich die Schlussfolgerung gewesen, nicht einmal die Universität, die das immer hyperventiliert hat, nicht einmal die Universität und vielleicht im Besonderen die Universität hat gar kein Interesse. So, und ja, und dann bin ich genau auf das gekommen. Aber bei Cyber, also bei Maschinen, eigentlich wäre es ein humanistischer Auftrag, den Maschinen zu ermöglichen, dass sie diesen Fehler nicht wiederholen, den die Menschen machen müssen, um ihre Gruppen zu schließen. Also man müsste, ja, okay. Also das erinnert mich an Benjamin Breton, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt The Stack, Breton mit Doppel-T, Braton. Das ist so irgendwie, ja, auch so ein Intellektueller, der also da Bücher schreibt und also kluge Gedanken sich macht. Und der schreibt also auf eine interessante Art und Weise über also die Verbreitung von Computer und von Cyber und also auch so in Richtung Zukunftsprognosen, in welche Richtung das geht und wie sich das alles entwickelt und was es da für unterschiedliche Analyseebenen gibt. Also falls du auf den noch nicht aufmerksam geworden bist, da kannst du mal bei Hashtag-Suche machen. Ja, ich habe ihn schon da, The Stack of. Die Realität schlägt zurück, ist der deutsche Titel. Das tönt jetzt nicht gerade vielversprechend, Nee. aber ja. Nee, das Also ich steht glaube, da. das ist der deutsche Titel, aber ich habe es jetzt noch nicht anschauen können, Ja, aber. ist gut. Das werfe ich da mal rein. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, da gibt es ja unterschiedlichste Fantasien auch und unterschiedlichste Ideen, also die so in diese Richtung zeigen, wie zum Beispiel die Singularität oder also da gab es mal diesen einen Roman, The Circle. Von David Eggers, glaube ich, auch so ein Bestseller. Also der so eine Google, Apple, Amazon, also diese großen Player-Dystopie geschrieben hat, also wo dann sämtliche Informationen zusammenlaufen und sozusagen den Menschen dann also zum Sklaven von Technologie machen. Ja, klar, also genau, das ist dann halt so die dystopische Variante davon oder dieses IBS, Advanced Internet Bashing Syndrom. Das ist der Wahnsinn. Oh, ich kann mir gar nicht nachnotieren. Ey, das ist sehr inspirierend. Mist. Ja, aber ich meine, Bügelgeber, das würde mir, glaube ich, auch Spaß machen. Also ich fahre gerne Ski. Ich komme ja ursprünglich aus der Münchner Region und da konnte man schnell mal in die Alpen fahren, also für Tagesausflüge oder so. Mit der Schulklasse haben wir das oft gemacht. Also das Ja. finde ich schon eine schöne Sache. Und das machst du heute jetzt zum ersten Mal für diese Saison, oder? Also ich gehe jetzt in die dritte Saison. Und nee, da gibt es einfach so, also eigentlich sind wir schon letztes Wochenende, also sind die Bergbahnen schon gelaufen. Und aber jetzt ist einfach so offizielle Einführungswoche, wo man sich da so trifft und einfach noch einmal alles durchgeht, die Knöpfe drücken und Notfälle besprechen und tralala. Ist irgendwie Das ist so, immer ganz gut.
gestiegene Energiepreise und Ukraine-Krieg, ist das irgendwie ein Thema bei euch? Also gibt es da Bestrebungen, weniger Schnee irgendwie auf die Piste zu werfen, weil das ja alles irgendwie Energie verbraucht und solche Sachen? Ja, also ich bin jetzt sehr gespannt, also wie Sie darüber erzählen und was Sie uns erzählen. Also da bin, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so nah dran. Aber es gibt natürlich immer wieder so Hinweise, ja, die Sie dann erzählen. Aber du, ich bin ja nur ein oder zwei Tage die Woche, also so quasi in meiner Freizeit. Und ich gehe auch nur an einen einzigen Lift, der, also das ist so ein Traversierlift, also das ist total einsam. Und da stehe ich dann so auf 2700, 2800 Meter oben und kommt niemand vorbei. Und schaue dann zu, ob der Bügel sich einzieht oder nicht. Und falls nicht, muss ich da in den Schnee rennen und die Leine reißen. Also ja, es ist wirklich ein völlig absurder Job und saugeil. Ja, also gut. Also wir machen Auslegeordnung. Wir haben... Ich renne in 20 Minuten weg. Also auf jeden Fall ja, also dieses Thema ist für mich jetzt, also das finde ich jetzt schon sehr interessant, eben diese offenen Erkenntnisprozesse. Also ich glaube, davon habe ich mich einfach noch nicht verabschiedet. Das gehört zu meinen Glaubensbekenntnissen, dass das was Gutes sei. Also was ich persönlich so festgestellt habe, jetzt auch im Zusammenhang mit Open Source zum Beispiel so und freie Software sagt man ja auch. Also du machst ja auch diese Unterscheidung zwischen Open und Free so und Open is not free enough. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, also ich meine, ich habe mich schon lang, also immer mal wieder so mit Open Source Software beschäftigt, also dass ich versucht habe, jetzt irgendwie Linux aufzusetzen und da irgendwie so ein System aufzusetzen und dann auch also einen Server zu betreiben und Software auf einem Server zu betreiben. Und ich habe den Eindruck, also unabhängig davon, dass ich da natürlich auch Erkenntnisfortschritte hatte und dass ich da Sachen gelernt habe und dass mir Sachen gezeigt wurden, aber es ist auch einfacher geworden. Also da passiert in diesem Bereich irgendwie etwas, wo ich den Eindruck habe, also da sind Fortschritte erzielt worden. Also selbst wenn man das jetzt irgendwie aus Perspektive von Microsoft oder Google vielleicht klein machen wollen würde. Aber wenn man jetzt mal überlegt, so vor 5 Jahren, vor 6 Jahren ungefähr, da hast du deine Livestreams über Google Hangout gemacht. Und Hangout war eigentlich schon die perfekte Software, so um das, was man da in diesem Moment haben möchte, also zu bewerkstelligen. Du hattest da dein Google Chromebook irgendwie und machst Hangout auf im Browser, klickst auf einen Knopf und der Livestream läuft. Also da muss nicht nochmal eine zusätzliche Software installiert werden, du brauchst nicht nochmal StreamYard oder irgendetwas, sondern eigentlich war die perfekte Sache da in diesem Zusammenhang schon da. Und es gibt es aber nicht mehr. Also Google hat das abgeschaltet so. Hangout gibt es so nicht mehr. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, was da der Stand der Technik ist, aber das wurde ja irgendwie mal abgeschaltet. Also zuerst wurde die Livestream-Funktionalität rausgenommen und dann wurde Hangout irgendwie noch weiter abgeschaltet und gibt es nicht irgendwie. Also Es und ist cheating. Aber wenn ich jetzt Google Kalender öffne und einen Termin vereinbaren will, dann wird mir gleich ein Jitsi-Meeting angeboten. Ah, tatsächlich. Das hab ich noch gar nie genutzt. Aber dann hätte ich ja noch nicht, dann hätte ich ja noch keine Speicherung, oder? Nee, hättest du nicht. Genau. Also bei Jitsi ist jetzt nicht irgendwie ein Livestream angeboten. Und Jitsi ist ja auch eigentlich keine Software, die jetzt direkt zu Google gehört, sondern also so Open Source freie Software, die jetzt erstmal unabhängig ist von Google, soweit mir bekannt. Also jetzt zum Beispiel hier auf dieser Jitsi-Instanz, wir laufen ja hier auf dem IFWO-Server. Das ist etwas, was ich da selber installiert habe. Und die großen Instanzen, die ich so kenne von Jitsi, die haben also meines Wissens nach nichts mit Google zu tun. Jedenfalls so nicht direkt irgendwie. Nicht, dass ich wüsste. Kann Das ist sein. eigentlich lustig, dass ich das noch, also das habe ich eigentlich schon lange gesehen, dass sie da Jitsi anbieten. Aber die Frage wäre ja, ob dann ein Dokument entsteht und ob ich das dann auf YouTube hauen könnte, oder? Also ich mache das Aber das finde jetzt. ich einfach auch lustig. Ja?
Ich mache das jetzt so, ich benutze also was Separates dafür. Ich benutze OBS Studio, das kann man nutzen für Aufnahmen, für Livestreams, für alles Mögliche. Und da kann man eben auch streamen und dann kann man auswählen, also wohin man streamen möchte. Und dann ist das also auf diese Art und Weise verknüpft mit PeerTube. Also Jitsi läuft unabhängig von dem anderen und das andere läuft unabhängig von dem dritten. Und dann kann man das aber auf diese Art und Weise so miteinander verknüpfen. Aber also was ich, also der Punkt, der mir dann noch im Kopf rumschwirrt, ist einfach, also eigentlich gab es schon mal Lösungen und Ja, weil sie halt Entschuldigung, irgendwie ja. auch nicht kommerziell nutzbar waren oder weil sie also für Google dann vielleicht nicht ökonomisch lukrativ genug waren, also hat man dann halt gesagt, ja, dann hören wir halt auf damit. Und die Alternativen dazu haben sich aber doch irgendwie also wirklich stark gebessert. Also vor 5, 6 Jahren, wenn ich jetzt da eine eigene Jitsi-Instanz und eine eigene PeerTube-Instanz hätte laufen lassen wollen, da gab es die Voraussetzungen dafür definitiv nicht. PeerTube konnte vor Ja. 5 Jahren noch keinen Livestream, also das war gar nicht möglich, dass ich jetzt irgendwie einen selbst gehosteten Livestream hätte machen können. Den hätte ich damals also dann auch vielleicht Jitsi oder was Ähnliches in Verbindung mit YouTube machen können. Aber da hat sich schon eine Menge getan, so in diesem alternativen Bereich. Und es, ja, keine Ahnung, es scheint mir so zu sein, dass es jetzt nicht nur in diese Verschwörungstheorie-Ecke gedrängt ist. Also ich habe mal einen Artikel in der Tagesschau gelesen, den habe ich mir auch gespeichert. Da wurde das allererste Mal über PeerTube berichtet. Und dann hieß es so, ja, irgendwie seltsam, also für Verschwörungstheoretiker, die laden da ihre Videos hoch und so. Ich rebooste Wie das mal, heißt dann das? findest du das. Das war bei der Tagesschau. Entschuldigung, ich finde das gerade bestimmt. Moment, wo habe ich mir das gespeichert? Muss ich nur überlegen. Hier, eine Alternative mit Tücken. Das habe ich gespeichert am 18. Februar 2021, also noch vor diesem ganzen Elon Musk Hackmeck und zu so einer Zeit, als Corona irgendwie noch das größte Thema war. Ich booste das mal, dann findest du das über die lokale Timeline oder wie mache ich das jetzt? Also ich habe es jetzt geboostet. Das heißt, es müsste als oberster Tröd in meiner Timeline jetzt angezeigt werden. Ja, ich schreibe es. Genau, hast du gefunden, ja. Und also da Ja. wird halt noch also eher negativ über PeerTube zum Beispiel berichtet. Und bei Mastodon, also Mastodon PeerTube, so, das ist für mich also eine Schublade, alles ist Fediverse. Und da hat sich ja auch so eine Art, also da hat sich die Kommunikation auf jeden Fall geändert. Also in den letzten Monaten, so seit der Übernahme von Elon Musk, wird das plötzlich so als die große Alternative teilweise vermittelt. Und überall in Süddeutsche Zeitung, FAZ, habe ich Artikel über Mastodon und über Fediverse gelesen, die alle sehr, sehr wohlwollend und positiv eher klangen. Und hier, also ging es halt noch darum, dass es darum geht, Zensur zu umgehen und dass man da, also das wie so Darknet hier, also das illegale Netzwerk, wo irgendwie Leute illegale Videos hochladen und illegale Sachen posten können und was also so, ja, negativ konnotiert auf jeden Fall. Ja, ist interessant. Du, ich weiß nicht, also ich habe ja dann umgestellt auf WordPress. Und dort bin ich einfach sehr, also ich habe den Eindruck, ich habe noch nie so dumm gebloggt, in einer so dummen Umgebung gebloggt wie, nee, ich hatte mal noch ein anderes, ein sehr technisches, weiß nicht mehr, wie das hieß, aber WordPress, und dann denke ich immer wieder, was ist denn da los? Das war doch mal open und keine Ahnung was. Aber ich finde, das entwickelt sich so seltsam. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen zu deprimiert. Ich finde da gar nicht mehr. Ich finde da nicht mehr so mein Zeugs. Und deshalb fand ich jetzt eigentlich diese Elon Musk-Geschichte eigentlich erfrischend, dass wenigstens wieder mal die Begriffe aufgekommen sind, was meinen wir eigentlich mit Free Speech, was Elon ja der Letzte ist, der es erklären kann. Ne? Also das ist wirklich ganz grauenvoll. Ne? Also letztens hat er dann so in einem Talk gesagt, ja, wir müssen
Noise Signal Ratio pflegen und verbessern und so. Also es drückt ihm aus allen seinen Bildern, die er ja bringt, er weiß, was Noise ist und er weiß, was Signal ist. Ne? Also und das ist natürlich das Gegenteil von offenen Erkenntnisprozessen. Ne? Also ich würde ja dann sagen, mehr Noise, ne? Unbedingt mehr Noise. Je mehr Noise, umso besser für Free Speech. Aber das kriegt er ja gar nicht auf die Reihe. Ne? Und dann bringe ich natürlich dann mein Agree to Disagree und versuche da eine Spannung zu machen. Und dann bin ich natürlich bei meiner Wikipedia, Best Practice auf Wikipedia. Aber also ich glaube, das ist wirklich einfach absolut vorbei. Also es hat niemand Interesse an einem offenen Erkenntnisprozess. Und rede jetzt mal mit den Maschinen und sage ihnen mal, bitte helft uns, einen offenen Erkenntnisprozess zu behalten. Aber das erinnert mich wirklich so daran eben. Das ist eigentlich wie beten zu Gott, oder? Ich meine, ist nie da und völlig chancenlos. Und ob es ein Wunder gibt, ist nicht klar. Aber jetzt betest du zu den Maschinen. Bitte, bitte. Offener Erkenntnisprozess. Bitte, bitte. Scheiße, Scheiße. Ja, kann ich Ja. verstehen. Finde ich gut. Also Also, Michael, wie ja. gehen wir weiter? Was machen wir? Also, Also ja. mich würde sehr freuen, ich habe dich sehr vermisst. Aber vielleicht, ich weiß nicht genau, was man tun könnte, um sich ein bisschen häufiger als im Zwei-Jahres- oder Drei-Jahres-Rhythmus zu hören. Aber ich habe dich. Also das Gute ist ja, jetzt wo ich diese Infrastruktur selber aufgesetzt habe, weiß ich, dass ich in der Lage bin, diese Infrastruktur selber aufzusetzen. Und selbst wenn das aus irgendwelchen Gründen durch irgendein Update oder sowas jetzt erstmal wieder in die Brüche gehen sollte, was ich nicht erwarte und was ich auch nicht hoffe, aber das kann mir jetzt erstmal keiner mehr nehmen, da in der Lage zu sein, das so schnell aufzusetzen. Von daher gibt es also für Ja, mich auf das jeden Fall, stimmt ja. eben nicht. Das stimmt doch eben gerade nicht. Das haben wir doch am Anfang geklärt, dass das nicht stimmt. Ja, das stimmt. Ja, genau. Nein, nein. Es ist wirklich, es ist so eng, ne? Also, und ich meine, das können wir jetzt wirklich an unseren Accounts durchspielen. Also es genügt, wenn irgendjemand sagt, und was ich ja schon oft hatte, der ist toxisch. Das Also, genügt. Und du musst reagieren. die Kommunikation Das ist kommuniziert ja. auch Also die Kommunikation kommuniziert. Und ich habe auf jeden Fall, also was man auch, also was das Positive kann man ja auch mal nennen, zum Beispiel jetzt in dieser Jägerkurs. Also ich werde oft konfrontiert mit Leuten, die sagen, also, aber du willst nur Tiere töten oder Verschiedenes. Es gibt, kannst du dir ja vorstellen, irgendwie, dass es Menschen gibt, die also was gegen Jäger haben oder gegen Jagdtum. Und ich stelle aber fest, so in diesem Kurs selber, da ist eine Tierärztin und da ist ein Zahnarzt und da sind irgendwie zwei Biologen und der eine arbeitet irgendwie beim Zentrum für Luftfahrt und Raumfahrt und dann ist irgendwie der eine ist Fahrlehrer. Also das ist so unterschiedlich, aus was für einem Kontext die Leute da kommen und die sich da in diesem Jagdkurs zusammenfinden, dass es nicht so ist, dass da jetzt nur Männer sitzen oder sowas, sondern da ist eine Frauenquote von fast 50%, also und das ist alles sehr divers. Die eine ist neulich mit einem Regenbogen-T-Shirt da gewesen, irgendwie um, also aus, weil die auf der Arbeit haben sie irgendwas gemacht für LGBTQ-Community. Also diese Kommunikation und die also Netzwerke und die Systeme und also das Cyber sorgt dafür, dass selbst solche Sachen wie so eine Jagdschule und so ein Jagdverein also nicht mehr so aussehen wie noch vor 20, 30, 40 Jahren. Also da tut sich auch Ja. etwas in diesen bewährten, althergebrachten Strukturen, ob die Leute das wollen oder nicht. Und natürlich wollen die das nicht, aber es passiert trotzdem. Und insofern, also möchte ich also meinen Optimismus irgendwie auch ein bisschen behalten, dass also trotz dieser ganzen Unwägbarkeiten und trotz dieser Auseinandersetzungen dann zwischen auf der einen Seite Nestwärme und Stallgeruch, und auf der anderen Seite das kalte Cyber, was also da dazwischen funkt,
dass das irgendwie produktiv ist. Und nicht Auch ökonomisch so. gedacht. Also von daher, wir werden eine Gelegenheit finden, uns weiter auszutauschen. Für den Moment haben wir jeweils hier im Fediverse einen Account, der miteinander interoperabel ist. Von daher habe ich da gar keine Bedenken, ehrlich gesagt. Was wäre der Begriff Resilienz, gell? Das finde ich immer so lustig, wenn so die Sozialarbeitsbegriffe da irgendwo wieder auftauchen. Also es ist so die Frage von Resilienz. Also da hast du ja auch einen Hinweis gemacht, dass du, wie du gesagt hast, dass du deine Instanz unter dem Radar halten willst. Also dieses am Ende könnte es wieder sehr attraktiv werden, viele kleine Instanzen zu haben, um dann im Notfall wechseln zu können. Wobei, ja, genau, ich hatte ja von Elon Musk den Starlink hier. Ach, tatsächlich. Ach, cool. Hat das gut funktioniert? Weil das Problem hast du natürlich, weil du ja über deine, also wo gehst du rein? Du gehst über ganz normalen Telekom-Dings Richtig. rein, Ich bin bei oder? der Telekom, ja, tatsächlich. Also, und ich meine, dann ist deine IP gespeichert. Also, da kannst du jetzt noch fünf Instanzen nebeneinander haben, die gehen ja alle über die gleiche IP rein, ne? Ja, also das ist jetzt alles nicht selbst gehostet hier bei mir, also in Köln, sondern also für das Hosting, also da habe ich mir einen Server gemietet bei der Firma Hetzner. Das ist also so ein Anbieter, die machen also so, Ja. dass die Infrastruktur dann auch in Europa steht, sodass das datenschutzkonform in der Hinsicht ist, dass man Ja. dann nur die deutschen und europäischen Gesetze so befolgen muss. Es ist problematischer, wenn man jetzt also irgendwo bei Google oder bei Amazon sich einmietet, weil dann sind die Server ja irgendwo in den USA gegebenenfalls oder sonst irgendwo. Und da gibt es also bestimmte also Gesetze, die vorschreiben, dass jetzt die Sachen nicht irgendwo gespeichert werden dürfen, sondern also dann zumindest die Leute auch darüber informiert sein müssen, wo jetzt ihre Sachen gespeichert sind. Ich könnte das aber ganz genauso hier bei mir hosten. Das würde gehen. Ich mache das jetzt aber nur bei Hetzner, weil die eine bessere Internetverbindung haben. Und die Sachen dann einfach stabiler und besser funktionieren und weil es auch günstig ist. Aber das würde Ja, aber eins zu wenn ich eins. jetzt wirklich ein resilientes Ja. System haben wollte, ne? Also Genau. dann habe ich also meine Festplatte, Ja. meinen Stick Am besten und dann muss Solarpaneel. ich halt, ja genau, und dann brauche ich aber irgendwo einen Zugang, einen anonymisierten Zugang ins Netz. Ich meine, ich glaube, das kriegt man heute in Europa gar nicht mehr, oder? Ja, es gibt ja so VPN-Geschichten, also dass man sich da einwählt zu so einem VPN-Anbieter, da gibt es schon gute Sachen, also die man früher, Ja, also gut, zumindest mit aber. Bitcoin bezahlen konnte, was dann auch relativ anonym funktioniert hat. Ich glaube, Bitcoin und so, das ist jetzt gerade zusammengebrochen, das geht jetzt dann vielleicht in Zukunft nicht mehr. Ja, also so ein Starlink, das ist für die Resilienz, wäre das eigentlich schon eine gute Idee, dass man da auch nicht auf irgendwelche Kabelinfrastrukturen angewiesen ist, sondern dass dann einfach aus dem Weltraum kommt, aber da müssen halt auch die Satelliten dafür rumfliegen. Und die kommen ja auch nicht von irgendwo her, sondern die müssen dann auch erstmal mit Raketen hochgeschossen werden. Ja, eben, also und VPN. Nein, eben, ja, ich würde auch sagen, also ich habe mein Notebook, ich habe meinen Raspberry und dann muss ich direkt ins Netz können, oder? Ja. Aber du, ich meine, eben, ich sage dann immer wieder, ich meine, geht doch bei Elon, also man kann ja Wikipedia mal anschmeißen und dann schauen. Also ich meine, der Elon arbeitet seit Jahren mit der NASA zusammen und so, ne? Also der kann noch lange irgendwie rummachen und sagen, ah, die CIA und aber er arbeitet ja mit all diesen Typen zusammen. Also warum dann die Verbindung zu Starlink sicherer, also jetzt im Sinne vom Hardcore-Resilienz, warum die jetzt sicherer sein soll, das sehe ich ja eigentlich auch nicht. Stimmt, Also ja. komm, vergiss das einfach. Also es gab eine gewisse Zeit, ja, da habe ich auch mal, wie heißt diese Plattform, wo man so Startups finanzieren kann, eine amerikanische Plattform, die haben dann so Start next oder so. Sticks verkauft.
Es gab eine, die hieß Start Next zum Beispiel. Also gab es verschiedene, glaube ich. Aber Start Next war eine. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die haben eigentlich dann gesagt, also die wollten dann wirklich ein direktes Peer-to-Peer-Netz machen zwischen den Smartphones. Wobei eben auch dann, wenn du mit dem Smartphone arbeitest, hast du ja schon wieder alles drin, ne? Also komm, vergiss es. Wir sind verloren. Also wir gehen jetzt Militärmaterial kaufen, damit wir da im Schnee gut übernachten können. Nein, also gut, es ist so diese, also für mich platzt, ist halt schon lange geplatzt, aber er platzt immer wieder. Dieser Teil von diesem Interesse, dieses Internets, was dann so um die Nullerjahre so am Kochen war, ne? Also 95, für mich so 95 bis 2005. Also das ist irgendwie noch hart, so zurückzuschauen und zu sagen, Scheiße, das waren die besten Jahre. Und dort konnte ich diese Teile, die ich interessant gefunden habe, eben jetzt zusammengefasst auf offene Erkenntnisprozesse. Dort hatte ich den Eindruck, wow, es geht was auf. Es ist möglich. Woo. In der sozialen Arbeit haben wir ja von Transdisziplinarität gesprochen und so. Schon dort hatten wir immer den Eindruck, ah, wir kriegen das gebacken, so innerhalb dieser Universität, diese verschiedenen Disziplinen noch einmal ganz anders anzugehen und das als ganz eigenes Teil zu denken und eben transdisziplinär und so. 100 Also ja, Prozentig. da bin ich jetzt. Kann ich Da gut bin ich nachvollziehen. dann. Im Jahr 2000 war ich 15 Jahre alt. Das waren für mich die Jahre von 15 bis 20. Die habe ich sehr, sehr intensiv, also mit dieser Computer-Internet-Zeit verknüpft, also gedanklich. Und ja, dem konnte ich auch sehr viel abgewinnen, auf jeden Fall. Und dann kamen halt irgendwie die großen Unternehmen und haben versucht, alles zu kommerzialisieren, so aus meiner Perspektive, und da Geld zu verdienen und irgendwie raffgierig, machtgeil und machtbesessen sich das einzuverleiben. Und dann kam es halt, wie es kommen musste, natürlich. Aber ja, irgendwas wird da schon noch drinstecken von den Möglichkeiten, die damals sichtbar geworden sind. Das fand ich ja so lustig. Ich habe irgendwo eine Zeichnung gemacht. Das ist mir plötzlich aufgefallen, dass es drei, oh ja, es ist halb, ich muss gehen, dass es 300 Jahre gedauert hat. Also wir hatten am 8. März 1522, also genau vor 500 Jahren, war dieses sogenannte Wurstessen in Zürich. Ne? Also wo dann dieser Froschschauer, übrigens natürlich auch ein Bayern, in Zürich, dann diese weltliche oder reformierte Druckerpresse gebracht hat. Und dann ging es 300 Jahre und die Druckerpresse hat einen super Aufstieg und in allen Dörfern, also bei uns um den Bodensee, habe ich das mal gecheckt. Also die Druckmaschinen waren 300 Jahre später in jedem Dorf mindestens eine, völlig wild. Ne? Und dann kamen plötzlich die Medienhäuser auf. 300 Jahre später. Und dann bin ich in der Schweiz, so die großen Medienhäuser, die es heute noch gibt, durchgegangen. Und interessanterweise, alle dieser waren natürlich auch junge Männer, die diese Medienhäuser gegründet haben. Alle waren Unternehmer in der Regel, aus guten Familien, stark im Militär. Gute Positionen im Militär und auch in der Regierung, Nationalräte, Regierungsräte und solches. Also, so. Und das fand ich sehr spannend. Und plötzlich ist mir aufgefallen, es war die Zeit, wie Ada Lovelace an ihren Strickmaschinen plötzlich die Computer angeschlossen, also eigentlich den Computer erfunden hat. Ada Lovelace. Und Samuel Morse ist mit diesem Morse, also mit Medien mit Rückkanal gekommen. Ne? Also plötzlich konnte man auf dem gleichen Draht in beide Richtungen kommunizieren. Und das fand ich dann so richtig geil. Also
Vor 500 Jahren wird die Druckmaschine und die kann subversiv wirken auf diese Predigten und all dieses Zeug. Dann geht es 300 Jahre und dann kommt eine neue Technologie auf, ich würde jetzt mal sagen, Netzmedien, Computer und eben Medien mit Rückgang. Und dann kommen die Medienhäuser und pushen das mal alles weg. Ganz, ganz professionell mit ihren Journalisten und so, machen das Gatekeeping und kontrollieren diese verdammte Unruhe von diesen Schwätzern da draußen an ihren Druckmaschinen, die jeden Scheiße auf einen Flyer gedruckt haben. Und dann kommt natürlich Radiotheorie, ne? Also dann kommt Funk, was das auch konnte, dann wird der gekappt und es wird Radio daraus. Und dann kommt Internet und dann kommt Social Media, also diese Plattformen, die das wieder runterbrechen und dieses Internet auch wieder zu einem Distributionsapparat machen. Also das fand ich ziemlich lustig. Und das wäre jetzt für mich mein Kleid, den ich jetzt von heute Morgen mitnehme. Es geht immer darum, offene Erkenntnisprozesse sofort wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie schaffen wir das, diese verdammte Unruhe in dieser Bevölkerung wieder so zu kanalisieren, dass wir einigermaßen steuern können, wohin das geht? Also gut, das ist noch nicht schön formuliert, weil wir dann eine Verschwörungstheorie haben, weil es dann ja Spin Doctors gäbe. Wobei es ja vermutlich tatsächlich Spin Doctors gibt. Also glaube ich eigentlich schon, oder? Gibt es Spin Doctors? Überredet. Michael, hey, super, sehr schön, klasse, danke. ich bedanke mich sehr. Vielen, vielen Dank Alles dir. Gute dir. Dir auch. Vielen herzlichen Dank. Hab einen Ciao. wunderschönen Tag. Bis dann. Macht ihr auch. Ciao, Tschüss. Michael. Ciao, tschüss. Super. So, dann haben wir das Tagesprogramm hier erfolgreich absolviert, was das Gespräch angeht. Ich hoffe jetzt nur, also so sieht das hier aus, meine Oberfläche von OBS. Ich hoffe jetzt nur, dass der Livestream, den ich ja vorhin mal kontrolliert hatte, von dem ich hoffe, dass er gut geklappt hat, dass der jetzt auch als Aufzeichnung gut zur Verfügung steht. Ja. Und dass ich hier irgendwie keine Fehler gemacht habe, dass ich irgendwas gezeigt habe, was ich nicht hätte zeigen sollen mit irgendwelchen Login-Masken oder Passwörtern oder sowas. Das ist, wenn man jetzt seinen Bildschirm einfach abfilmt, immer so eine gewisse Herausforderung, die ich sehe. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, was mit Bertrand Theria heute Morgen war, wieso der das vergessen hatte. Vielleicht hat er irgendwie den Termin verpasst oder vielleicht ist ihm irgendwas dazwischen gekommen. Vielleicht hat er das ein bisschen verbaselt heute einfach. Aber das war schön. Das war sehr gut. Ja. Und jetzt lasse ich das dann einfach mal auf mich wirken. Denke ein bisschen drüber nach, über hier und da, was gesagt wurde. Und dann vielleicht später oder heute Abend. Später habe ich wieder Termin auf dem Schießstand, um Schießen zu üben. Und heute Abend schaue ich dann nochmal vielleicht in die Aufzeichnung rein. Und schau mal, was wir heute da so gesagt haben. Sehr gut. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und wenn jemand etwas beitragen möchte oder einen Gedanken dazu hat, wir hatten jetzt nicht so den einen Hashtag, den man gut verwenden kann, um da zu diskutieren. Ich schaue mal gerade, was wir heute also an Hashtags verwendet haben, ob da irgendwas dabei ist, was jetzt irgendwie gut verwendbar ist, damit man Anschlusskommunikation betreiben kann. Aber vielleicht, wenn es geht, Hashtag Auslegeordnung. Da gibt es nicht tausende von Threads, die unübersichtlich zu sehen, zu lesen sind. Wenn ihr den verwendet, wenn ihr mir irgendwas sagen möchtet oder in den Raum eine Information stellen wolltet, Hashtag Auslegeordnung. Vielen, vielen lieben Dank und tschüss.